Ich bin nicht Malgi, ich bin auch nicht die Spielleitung. Der Grund, warum ich hier sitze, den erklären wir gleich. Wir haben pünktlich, einigermaßen pünktlich für unsere Verhältnisse gestartet und wir haben heute einen besonderen Gast, der auch keine Bauchbinde hat, denn man muss ihn, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich tue es trotzdem, der Thomas Römer ist da. Autor dieses Abenteuers und großer Teile der Kampagne, die wir hier spielen. Schön, dass du da bist. Willkommen. Dankeschön. Hat bislang auch sehr viel Spaß gemacht, euch beim Spielen zuzusehen bzw. zuzuhören. Und freut mich, dass ich jetzt noch mal zwei, drei Worte dazu sagen kann und versuche, nicht zu spoilern. Genau, der Plan ist, dass wir jetzt eine halbe Stunde ein bisschen quatschen und dann das Abenteuer fertig spielen mit Malgi, die bis dahin wieder bei uns sein sollte. Und danach gibt es nochmal ein ausführliches Interview. Hat denn einer der Spieler eine dringende Frage zum Abenteuer bisher oder generell zur Kampagne und zum Schaffensprozess damals vor 25 Jahren? Ist das richtig? Ist das schon so lange her? Ja, eventuell sogar ein klein bisschen mehr. Ja, 24, 25 Jahre, doch kommt etwa hin. Ich kann natürlich hinter mich greifen und in die Original-DSA-3-Ausgabe kurz mal reingucken. Aber du kannst sie zumindest mal ins Bild halten, wenn du möchtest. Ich kann sie zumindest mal ins Bild halten. Einen Moment. Denn es gibt ja eine Menge Leute, die im Laufe der Jahre die Borbarat-Kampagne versucht haben zu spielen. Ich bin mir sicher, die meisten haben zumindest das erste Abenteuer durchgespielt oder geschafft oder sind noch nicht daran zerbrochen, also zumindest nicht Outtime. Ich habe das gekauft, als es neu war. Das war 1994. Okay. Und hast du eine Frage an Thomas direkt zum Beginn, die du jetzt die letzten 26 Jahre schon immer stellen wolltest? Die ich schon immer stellen wollte zu dem Abenteuer? Ja, allerdings. Was gab es für Vorgaben für dieses Abenteuer? Wusstest du, als du das geschrieben hast, dass das der Auftakt von der dicksten und größten Kampagne wird, die das Schwarze Auge bis heute gesehen hat? Oder war dir das gar nicht so klar, als du das geschrieben hast? Teils. Es war eigentlich der zweite Teil meiner Kampagne um magische Metalle. In Staub und Sterne wird ein magisches Metall behandelt und in Albtraum ohne Ende. Ihr habt die Untoten gesehen, die Koroba erhoben hat. Die hatten so einen komischen Nagel in der Stirn aus einem Metall, das ihr nicht identifizieren konntet. Ein weiteres Abenteuer, ich sag mal, das auf Maraskan spielt, hat unter anderem auch ein magisches Metall zum Thema. Das war eine Sache, die ich dann quasi eingebracht habe als Grundmaterial in eine Kampagne, während Hadmar halt mit dem Vampir-Thema das vorgelegt hat und quasi zu dem Zeitpunkt, als dann Albtraum ohne Ende rausgekommen ist, war es uns auch relativ klar, das soll eine größere Kampagne werden. Ich fummel die ganze Zeit mit den Händen vor der Kamera rum, blöd. Das macht nichts. Darfst du gern. Spannenderweise steht vorne im Impressum nichts drin. Also entweder Impressum Doppelpunkt. Nee. Also entweder sind die äußeren Seiten des Buchblocks rausgerissen, weil ich sie mal für irgendwas verwendet habe, weil hinten vielleicht eine Karte dran war oder so. Ja, dem ist so. Sie liegt einzeln hier drin. 1994, 26 Jahre. 25 Jahre krümelig. Jo, ganze Zeit lang her. Und besonders viel wert, weil du es verstümmelt hast. Das ist das Letzte, das noch hier bei mir steht von diesen Ausgaben. Den Rest habe ich für Wasser und Brot auf eBay verhökert. Und ich höre gerade, dass das Piepen eines Weckers, das im Hintergrund gehört wird, das bei Thomas in der Leitung ist, doch nicht rausgefiltert wird von den Filtern, die Maike liebevoll hier vorbereitet hat. Das tut mir jetzt leid.
Das ist blöd. Ich fürchte, das ist in der Leitung sozusagen, das kriegen wir jetzt momentan nicht raus. Wir werden es dann auf YouTube versuchen rauszufiltern und ja, es ist auch dann im Let's Play nicht mehr, also im Let's Play-Part wird es dann nicht zu hören sein, denn dann, dann machen wir den Thomas kurz stumm. Ja. Also es ist ja irgendwie so, es sind ja Autorenentscheidungen, die jetzt ganz Aventurien gefühlt in so eine ein bisschen andere Richtung hätten schieben können. Ne, wenn man es so in der Retrospektive betrachtet. Also du hättest mit deinem Abenteuer, also du hättest irgendwas anders geschrieben und wahrscheinlich hätte sich so eine jahrzehntelange Setzung daran orientiert. Flößt dir das manchmal so ein, wenn du irgendwie das so im Schrank stehen siehst, auch wenn es nur noch ein Exemplar ist, denkst du dir, Mensch, hätte ich damals zum Beispiel geschrieben, dass Harpin sich vordergründig oder sagen wir mal regelmäßig von der und der aventurischen Pflanze, die es nur in diesem und diesem Land wächst, daran hätten sich wahrscheinlich dann irgendwie forenweise und Facebook-Thread-weise Diskussionen entbrannt. Denkst du da manchmal so, wie sehr das irgendwie Aventuren beeinflusst hat? Die Details glaube ich tatsächlich nicht. Die großen Sachen natürlich, wäre es anders gelaufen, wenn wir gerade im späteren Verlauf der Kampagne andere Entscheidungen getroffen hätten, wäre es dann nicht zur langjährigen Schwarze Lande-Situation gekommen, die ja nun überhaupt die Veränderung zu einem bedrohlicheren Aventurien ist ja gemischt aufgenommen worden. Einige Leute fanden es halt richtig toll. Jetzt haben wir wirkliche Bösewichte, mit denen wir arbeiten können. Andere haben gesagt, ach, das ist jetzt irgendwie überall so ein Grauschleier drauf und sogar dunkelgrau. Und eigentlich wollten wir ja eher so eine liebevolle, nette Fantasy-Welt, die nur ab und an von Drachen, schurkischen Grafen, was auch immer bedroht wird. Und da sind wir natürlich schon weg davon. Auch dann solche Fragen, haben Rondra-Geweihte überhaupt das Recht, abseits zu stehen und, ich sag mal, in Nostria Novizen auszubilden, solange sie nicht an der Front im Osten schon mal ein Bein verloren haben oder sich auf jeden Fall mit allem zwölfgöttergefälligen Elan gegen die Schwarzen Horden gestellt. Also ich meine, das wird ja kein wirklicher Spoiler sein, dass das Ganze ja etwas düsterer wird noch. Seid ja im ersten Abenteuer und dass Borberat im Verlauf der Kampagne zurückkehren wird und damit schlimme Dinge einhergehen. Ich denke, das ist kein Spoiler, sonst wäre die Kampagne vielleicht auch sehr kurz. Oder wir spielen einfach immer wieder über die nächsten 2 Jahre, wie irgendwelche anderen Idioten versuchen, ihn zurückzuholen und die Helden heldenhaft vereiteln. Das könnten wir auch machen. Aber ich glaube, dass die Setzung, also wir haben ja gesagt, in der Kampagne machen wir nicht alles, wie es geschrieben steht, aber dass er irgendwann zurückkommen wird, ich denke, das müssen wir dann doch gesetzt lassen. Und so spielen, auch egal wie gut ihr euch anstellt, mal schauen. Also deswegen hoffe ich, dass wir jetzt niemanden damit gespoilert haben da draußen. Ich muss aber sagen, ich bin ja sehr dankbar dafür, dass du dich für ein düstereres Aventurien eingesetzt hast und das dann auch erschaffen hast. Sonst würde ich zum Beispiel kein DSA spielen heute. Mich hat erst dieses Setting, diese düstere Note gepackt. Vorher war mir das egal, ehrlich gesagt. Und dann wären wir jetzt, glaube ich, auch heute Abend nicht hier und ich würde Maigi nicht kennen, weil ich sie auf dem DSA-Lab kennengelernt habe und ich würde Anselm nicht kennen. Und den Rest wahrscheinlich auch nicht. Weil wir uns auf einem DSA-Myranor-Lab kennengelernt haben. Richtig, ja. Und das ist noch ein Grund, wofür ich dir dankbar sein muss, weil Myranor ja auch dein Baby ist zum größten Teil. Oder zu einem großen Teil. Ich weiß. Zu einem großen Jörg Teil auf jeden Fall. Ich weiß nicht, genauso viel Arbeit haben Jörg und Heike investiert, glaube ich, in Myranor. Ne? Jörg und Heike haben viel gemacht. Britta hat sich recht stark reingebracht. Carly war zumindest in der Designphase auch sehr involviert. Eigentlich war das halt ein Redaktionsprojekt mit ganz wenigen Ausnahmen. Ja. Und ich finde es bis heute schade, dass es nicht den Platz erhalten hat im DSA-Kosmos, der ihm zusteht. Aber vielleicht kommt das ja noch. Mal gucken. Ja, auch das
vorläufige Ende von Myranor ist eine eher traurige Geschichte. Ich meine, ihr habt es ja schon mal geschafft. Erstmal nicht, dass da momentan was kommt. Ihr habt es schon mal geschafft. Sorry. Ja, gut möglich, dass ich meine, das ist ein eigener Kosmos, da lässt sich jede Menge Abenteuer, Quellenbände dazu machen oder halt nicht Quellenbände und es bewusst weiter offen zu lassen, was mit den beiden sehr grob angelegten Regionalbänden zum Imperium und zu den Landen südlich davon ja gemacht haben. Also wir haben ja unsere längste, also ich glaube die längste Kampagne, bei der ich mitgespielt habe, hat ja in Myranor gespielt, auch mit einigen Leuten hier und einigen Leuten, die normalerweise hier sind, aber jetzt gerade noch abwesend, ja sehr im Kreativprozess verquickt sozusagen. Ich bin gespannt, ob diese Kampagne das toppen wird von der Länge her. Das Potenzial dazu hat sie auf jeden Fall. Meinst du von der Anzahl der Stunden, die wir sie spielen oder von der Anzahl der Jahre, die wir hier im Stream davon zehren? Weil ich glaube, es waren 5 Jahre bei der anderen Kampagne und gar nicht so viele Folgen, weil die am Anfang unserer Let's Play-Karriere noch sehr kurz waren, die Folgen. Ich würde es mal auf folgende Art und Weise definieren, damit wir einen Vergleichswert haben. Die Anzahl an Stunden, die ich damit zubringen werde. Okay. Okay. Denn es gibt ja jetzt, diese Kampagne ist ja durchaus in 2 Gruppen geteilt, ne? In die Shiny-Helden-A-Gruppe und in die Loser-B-Gruppe. Mhm. Oder war es andersrum? Wir sind nicht die Shiny-Helden, von daher passt schon. Nee, wir sind nicht die Shiny-Helden, aber wir sind die Leute, die irgendwie reinstolpern. Das ist eigentlich auch so, also ich meine, DSA hat ja auch sehr stark angefangen mit so Heldengruppe, aber auch dadurch, dass man so, dass es so ein bisschen düsterer war, ist es auch so ein bisschen gegangen, ne? Leute, die eigentlich aus einer irgendwie guten Welt sind, stolpern da rein oder Leute kommen aus so einer gebrochenen Welt und sind auf einmal in der guten, sozusagen, sind auf einmal irgendwie in der, die im Vergleich zu den schwarzen Landen einfach deutlich einfacher zu leben sind und dann irgendwie so Outcast. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ja, genau, ich definiere das mal so. Ich glaube, ich war bei Myranor bei so gut wie allen Folgen dabei. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das dann wird. Ich habe eine Frage aus dem Chat an Thomas, darf ich die kurz stellen? Die Frage ist, wenn du wenn du eine Figur aus dem Kanon entfernen dürftest und eine andere dafür hinzufügen, wenn ich das richtig jetzt überflogen habe, was würdest du dann austauschen? Wen würdest du kicken? Wen hättest du, also es ist schwierig jetzt zu sagen, ich hätte gerne folgende Figur, die ihr nicht kennt, da jetzt drin. Also ich meine, du kannst auch sagen, ich hätte gerne das Krümmelmonster als 14. Gott. Dass ich kein großer Freund von Nahema bin, ist, glaube ich, bekannt. Die doch sehr stark der Ex Machina war. Also die hätte in meinem Aventurien eine deutlich geringere Rolle gehabt. Aber das ist natürlich schon halt eine Erfindung und wichtigste Meisterfigur vom Chef gewesen. Also war da natürlich nichts gegen zu sagen. Überhaupt hätte ich außerhalb dieser Riesenkampagne, also der Barbarat-Kampagne, auf die ganzen halbgöttlichen Figuren tatsächlich verzichtet. Also, du sagst außerhalb der Barbarat-Kampagne? Mhm. Das heißt, Barbarat als Spoiler für alle, die überhaupt nicht wissen, was es geht, vielleicht kann sich Eric kurz die Ohren zuhalten. Also halbgöttlich heißt in dem Fall halt wirklich irgendwie Stufe 27 in Umrechnung. Also, wo ja, die einfach so einen massiven Plotschutz haben, okay, dass man gegen die überhaupt nichts machen kann. Also Eingreifen von Göttern oder Halbgöttern in den aventurischen Metaplot ist dann durchaus okay. Ich meine, du bist ja auch jemand, der die Metaphysik sehr stark geprägt hat, wahrscheinlich wie kein anderer. Dann sollte sie ja auch relevant werden. Ja, wobei ich ja tatsächlich eher ein
fieser Magierphilosoph bin, der halt sagt, das Eingreifen von Göttern sollte irgendwie ausgewogen sein und wir Sterblichen sollten halt auch eine wichtige Rolle spielen. Ich meine, über die, da könnte man dann auch später über die Philosophie des Neobarbaradianismus reden und eine bestimmte Person, die auch in der anderen Kampagne, also in der anderen Gruppe schon aufgetaucht ist. Da könnten ganz interessante philosophische Gespräche bei rumkommen. Das ist, denke ich, wirklich ein Thema für später, für im Lauf der Kampagne, weil wir dann doch sehr viel spoilern. Und das ist natürlich eine wichtige Frage. Genau. Wie habt ihr verschiedenen Autoren Borberat verschieden wahrgenommen? Und wie sollte er im Idealfall aus deiner Sicht in der Welt repräsentiert werden? Und welche NSCs stehen für welche Strömung innerhalb des Autorenteams? Weil ich... Das kannst du oder könnt ihr sicherlich ganz gut, wenn es auf Rohals Versprechen zugeht, dann vielleicht Hartmar und mich irgendwie dazu packen. Weil das es verschiedene Definitionen von dem gab, wofür Borberat stand oder dass da eine Entwicklung auch im Verlauf der Kampagne dahinter war, ist, glaube ich, schon... Also das sauge ich mir nicht aus den Fingern, ne? Das ist. Nee, und das auch tatsächlich, wie sie, wie Borberat und die ganzen wirklich großkalibrigen Entwicklungen, wie sie schlussendlich in Printform gekommen sind, ist eine lange Absprache. Und zwar durchaus nicht nur zwischen jetzt Uli, Hartmar und mir, sondern da sind auch schon die ersten Redaktionskonferenzen dazu. Was wollen wir eigentlich insgesamt? In welche Richtung soll es gehen? Weil dann nachher Siebenstreich ist ja quasi ein Anthologieband mit Einzelabenteuern, die halt zu einem großen Ganzen zusammengeführt sind. Da waren ja dann auch andere Autorinnen und Autoren dabei. Das Problem ist bei der Kampagne... Anselm? Ja, aber du stellst immer die schlauen Metafragen und mir fällt immer nur so... Das waren keine schlauen Fragen. Du bist dran. Mir ist tatsächlich eine Frage, die wahrscheinlich schon sehr häufig gestellt worden ist und ich weiß sie einfach nicht, aber ich stelle sie trotzdem, denn ich habe mich das neulich gefragt. Nämlich, ob diese, also du hast ja gerade gesagt, dass also Nahema, Erfindung erst ein Autors war und so weiter. Haben denn eigentlich diese ganzen Charaktere irgendwie, fußen die so auf Spielercharakteren, die irgendwann mal von den Leuten gespielt wurden? Die allerwenigsten. Ja, sind also immer. Ja. Also, Dexter Nemrod zum Beispiel, den ich auf allaventurischen Konventen und ein, zwei kleineren Labs auch gespielt habe, ist eine Erfindung für Wolf von Winhall gewesen. Mhm. Rory O'Connor, also Raidri Concho Bayer, der Concho Bayer Raidri, ist von Reinhold May für das Turnier von Gareth erfunden worden. Ist halt der Best Buddy von Guano. Mhm. Und viele von den Figuren sind zwar gerne mal, dass wir sie als wiederkehrende NSCs halt auch gespielt, verkörpert, sowohl als Spielleiter als auch im LARP haben, aber die allerwenigsten beruhen wirklich auf Spielercharakteren. War Nahima nicht die Bauchtanzlehrerin von Uli Kiso oder sowas? Der Künstlername, ja. Genau. Also von meinen Figuren ist tatsächlich eine, von der ich noch nichts jetzt sagen kann, weil das massiver Spoiler wäre. Und ansonsten Alea Ambaret, den ich halt als allererste Figur gespielt habe seit 1984, 85. Der hat es maximal zur stellvertretenden Akademieleitung in Dorval gebracht. Also auch keine wirklich weltverändernde Position. Das Schwierige in der... Ja? Nichtsdestotrotz ein berüchtigt, schrägstrich anerkannter Philosoph. Weil da kann man sich dann halt doch, da kann man dann Spieler und Spielleiter wissen und Heldenwissen nicht mehr so richtig voneinander trennen.
Das Schwierige an der Kampagne für viele ist ja in Anführungszeichen nicht nur, dass es eine lange Kampagne mit 7 Abenteuern ist, sondern dass es ja auch noch eine Nebenlinie gibt und Szenarien im aventurischen Boten und Abenteuer, die man davor gespielt haben muss, damit man überhaupt die Charaktere kennt oder im schlimmsten Fall, damit man sagen kann, ich bin jetzt überhaupt hochstufig genug, das zu spielen, also grinden im Pen and Paper sozusagen. Und dann noch mal eine überarbeitete Auflage für DSA 4, die, glaube ich, noch mal doppelt so viel Umfang hat wie die 7 Originalabenteuer oder fast doppelt so viel. Das heißt, wir spielen hier eine abgespeckte Version. Würdest du denn empfehlen, damit man das Abenteuer, die Kampagne so genießen kann, wie du sie dir wünschst, dass man sie wahrnimmt, dass man die Originalhefte spielt oder dass man das Komplettpaket spielt? Und würdest du empfehlen, sich die überarbeitete Version zu holen, was gar nicht so einfach ist, glaube ich, weil sie unglaublich teuer auf eBay ist und sonst nirgendwo zu haben, oder lieber einfach die Hefte von früher? Also die Überarbeitung der Originalabenteuer war nötig. Da ist einfach im Rückblick, damit Sachen besser vernetzt sind, waren schon einige Korrekturen für eine klassische zweite Auflage nötig. Der Borberat Backstein, die Borberat Bibel oder halt die 4 dicken Hardcover-Bände würde ich wirklich, wie Mayri es offensichtlich auch macht, ganz bewusst die Häppchen rausnehmen, die Sahne-Stückchen. Die wären mir zu viel. Ja. Tatsächlich auch schon zu dem Zeitpunkt, als sie entstanden ist, als wir quasi den ersten Band, Rückkehr der Finsternis, halt rausgebracht haben, und Anton und Marc haben den ja in erster Linie bearbeitet, dann auch gesagt haben, um Himmels Willen, die haben wirklich sehr gut auf die Vernetzung geachtet. Nur ist das so eng vernetzt, dass das alte Problem, kein Rollenspielplot überlebt den Erstkontakt mit der Spielgruppe. Mhm. Das ist einfach, ich finde es zu geskriptet. In den Originalbänden waren einfach mehr Freiräume drin. Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, weil gerade Albtraum ohne Ende ist ja nun schon ein sehr lineares Abenteuer, gar keine Frage. Aber man musste nicht so viel auf den aventurischen Kanon achten, weil viel vom aventurischen Kanon halt natürlich auch durch die Kampagne entstanden ist. Und Anton und Marc haben das dann natürlich in die Überarbeitung alles eingebracht. Und das ist wunderschön dicht für jemand, der wirklich ein Aventurien-Fanatiker ist, aber ich sag mal für 80% aller Spielgruppen zu dicht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist dann, du hast dann diese Achterbahnfahrt, die aber, damit die Spieler irgendeine Plot-Szene mitbekommen, wird unglaublich viel konstruiert an Zwängen, aus denen sie nicht ausbrechen können, und man könnte es eigentlich genauso gut weglassen und in NSC ihnen das erzählen lassen. Dann waren sie halt nicht dabei, aber sie haben auch nicht diese wahrscheinlich 20 Spielabende damit verbracht, am Ende nichts zu erreichen. Und ja, zwiespältig. Und ich hoffe, dass wir das jetzt ein bisschen umschiffen können. Ich hatte noch eine Frage aus dem... Ja? Bislang, muss ich sagen, hat mir die Schnittfassung von Mayri wirklich ausgesprochen gut gefallen. Also das hat die wichtigsten Elemente rausgearbeitet. Ich habe das ein oder andere Mal gegrinst, als halt Figuren das erste Mal aufgetaucht sind und Szenen halt, die ich für wichtig erachte, auch dann entsprechend das erste Mal präsentiert worden sind. Also doch, ich denke, mit dem Showdown heute Abend, das wird ein rundes Abenteuer. Hallo! Hallo! Wie du vielleicht gemerkt hast, ich habe ein paar Gegner gestrichen, weil sonst hätten sie es auf keinen Fall geschafft.
Ich bin sehr froh, dass nicht in jedem Stockwerk des Turmes noch irgendetwas gewartet hat. Wäre tatsächlich irgendwie diverse Skelette noch zusätzlich. Gut, Korobar war eigentlich auf dem Weg mit seinen Schergen. So das erste Klopp-Hindernis. Und Liscom hätte halt jede Menge Skelette als Schutz da gehabt, von denen unter anderem ein Weidener Ritter dabei gewesen wäre. Dem hättet ihr aber als gute Kumpels von Waldemar einen Befehl des Herzogs geben können, dass er von seinem schändlichen Tun ablässt. Aber das passte ja prima und vor allen Dingen, es war, ich sag mal, das hatte ordentlich Fleisch auf den Knochen. Also das war meaty, der Schluss. Saftig. Ja. Und würfelig. Also und schlecht würfelig. Kanistal war, also ihr habt irgendwie ganz offensichtlich Fex verärgert. Also wir ich die 20er in meiner nächsten D&D-Session haben, bitte? Ja, ich auch. In der Reihenfolge auch. Also ich habe ja eine 20 und dann noch eine 20 nach Schicksalspunkt gewürfelt. Also beschwert euch mal nicht. Und ich muss sagen, wir hatten bisher in den Sessions eigentlich immer sehr gutes Würfelglück. Mhm. Ja. Also, dass es halt jetzt einfach in die Fresse gibt, das ist dann vielleicht der gute Ausgleich. Gut, so das geballt. Ist natürlich auch passend fürs Drama. Ja, das ist richtig. Aber es ist auch schön, wenn man die Möglichkeit hat, dann zu sagen, nein, ich möchte jetzt noch eine Chance, das soll bitte nicht so derart scheiße enden. Ja. Naja. Also einer der Gründe, warum ich auch Gegner und weitere Räume teilweise auch immer weglasse, ist, dass wir das hier ja für als Show spielen, fürs Let's Play. Und während es am Spieltisch dann eine ganz andere Sache ist, dass man sich länger darüber unterhält, mit welcher Taktik man vorgeht und eine Pause einlegt und schaut, wie man das schafft und dergleichen, dann, also hier ist es leichter, das Tempo zu bewahren und dabei zu bleiben, gerade wenn man online spielt, wenn man es ein bisschen rafft. Ich hoffe, Thomas nimmt es mir nicht übel, dass ich Dinge mit dem Skalpell rausgeschnitten habe, rechts und links. Nee, wie lange wart ihr jetzt? Das waren 4 Sessions, 5 Sessions? Fünf haben wir, glaube ich, gespielt in Albtraum. Ich habe von 5 Notizen, also. Ja. Du machst die Notizen? 10 Stunden Spielzeit. Das ist für ein Einzelabenteuer, finde ich, gutes Maß. Ja, ich fand uns flott. Ordentlich zusammengekürzt, auf jeden Fall. Und ihr habt genügend, sag mal, Interaktion zwischen euch gehabt, aber auch den Plot vorangebracht. Also, nee, das war prima. Nico fragt im Chat, ist es nicht 1:1 zu spielen, wie es im Buch steht? Doch. Das ist eins von den Abenteuern, wo ich sagen würde, das kann man immer noch 1:1 so, wie im Buch steht, spielen. Und das Einzige ist, was ich habe gemerkt, dass das Abenteuer deutlich davon ausgeht, dass man Menschen spielt. Und dass die gesamte Gruppe halt drastisch altert. Und dass halt eben auch bestimmte Dinge gesetzt sind, weil es die Begegnungen mit der Praios-Kirche, die auf dem Weg teilweise noch sind oder so, die haben natürlich einen ganz anderen Einfluss oder eine ganz andere Bedeutung, wenn man eine Gruppe spielt, die aus einer Hexe, einem Zwerg und einem Elf besteht, als wenn man da mit regulären Helden hingeht und dergleichen. Das sind halt eben Sachen, die ich auch so für die Gruppe hätte anpassen müssen, aber insgesamt kann man es eigentlich exakt so spielen, wie es jetzt da drin steht, finde ich, weil es und das ist nicht negativ gemeint, relativ linear ist, sobald man auf dem Goblin-Pfad ist. Man geht halt geradeaus auf sein Ziel zu und hat Begegnungen dabei. Das ist halt ein Reiseabenteuer. Es ist sehr straight und die Spannung kommt daraus, dass man halt irgendwann merkt, scheiße, uns läuft die Zeit davon, im wahrsten Sinn des Wortes. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich Sandboxing nicht immer nur geil finde. Also weil Sandboxing auch einfach die Gefahr hat, dass wenn der Meister das nicht irgendwie schafft, man halt einfach in eine komplett andere Richtung läuft und sozusagen dann ist meistens der Plot so schlau geschrieben ist, dass er passiert, ob die Spieler jetzt Einfluss nehmen oder nicht. Und das hat auch seine Berechtigung, aber dann kann es halt passieren, dass man frustrierenderweise einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist oder irgendwas. Deswegen, ich finde eine gewisse Linearität, die einem erlaubt, einfach bei wichtigen Szenen dabei zu sein, da habe ich überhaupt nichts gegen. Und natürlich gerade je epischer, also wer möchte denn gerade irgendwie saufend in der Taverne sein und sich mit neben NSCB auseinandersetzen, wenn gerade das hier passiert? Ja, ja. Wir,
gebe ich dir absolut recht. Ich bin auch für die Sandbox, wo man sich den Weg aussuchen kann. Und wenn man einen Weg hat, dann kann man sich, ist auch wunderbar fürs Pacing, dann den Weg dementsprechend zu beschreiten. Da kann man ja auch da vielleicht Abzweige nehmen, aber gerade in so solchen Situationen ist es extrem praktisch, sehe ich auch so. Also es hat beides Vor- und Nachteile. Das Sandboxing zwingt einen ja nicht unbedingt dazu, die Würfelresultate, die die Sandbox ausgibt, halt genau an Stelle X unterzubringen, sondern kannst natürlich die Plot-Elemente dann zusammenstellen, wenn die Gruppe sich entschieden hat, was sie macht. Also da denke ich, da lässt sich immer ein Mittelweg finden. Ich meine, Da bin ich ganz auf Thomas Seite. Ja, ich auch. Genauso wenig, wie es ein klares Railroading gibt. Leider gibt es das ab und an häufiger. Gibt es halt auch kein klares Sandboxing. Du hast immer das, was am Spieltisch passiert, ist halt improvisiert von der Spielleitung und ausgehandelt von den Spielern. Also Ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit der Runde. Ich bin sehr zufrieden, wie das Abenteuer mit euch funktioniert hat. Das ist eine schöne Interaktion der nahezu stumme, abwesende Elf, die sehr kontaktfreudige Hexe mit ihrer Katze und ihrer Bastmatte und der einarmige Brillantzwerg, der mit Bodycheck die besten Sachen gerissen hat heute. Tatsächlich. Dein Körper ist die Waffe. Auch mein Kater noch wieder. Der Kater fehlt noch, ja. Tja, tatsächlich. Den müsst ihr wiederfinden, schätze ich. Du hast ja eben gesagt, wo er hingehen soll. Vielleicht findet ihr ihn dort. Richtig. Quest for Josefried. Gut. Ja, mir hat's auch. Zu welchem von den Raubrittern sollte er? Zu dem jungen Raubritter oder zu dem alten Raubritter? Dem jungen. Genau, das wurde noch genauer gesagt, zu dem jungen Raubritter. Zu der jungen Gerade die Begegnung mit dem alten Raubritter. Fand ich auch sehr cool, ne? Das ist, man hätte den natürlich auch einfach im Kampf besiegen können, ob im Zweikampf oder einfach die ganze Horde, wobei das wäre vielleicht ein bisschen selbstmörderisch gewesen, außer man hat so gebinnenmaxte Überhelden. Aber gerade so Begegnungen finde ich auch immer sehr, sehr super. Ja, ich finde es auch eigentlich sehr schön zu sehen, wie dieser Alterungsprozess auf drei unterschiedliche Spezies, ganz eigentlich vier, wenn man die Katze noch dazu nimmt, ganz unterschiedlich gewirkt hat. Also die haben wir ja zum Selbstschutz weggeschickt, weil wir keine uralte Katze oder Schlimmeres Niemand wollte zuschauen, wie das Tier stirbt. Ja. Das habe ich als Spielleiter auch gelernt. Nichts ist schlimmer, als wenn man die Tierbegleiter einer Gruppe umbringt. Das ist ein No-Go, wo man sich wirklich sehr gut verscherzen kann mit den Spielern. Weil in Anbetracht der Tatsache, dass es wirklich spät ist, ich will den Talk nicht beenden, ich würde ihn aber verlassen. Ich würde sagen, groß gibt es wahrscheinlich nichts mehr zu besprechen, nachdem ihr ja auch eine halbe Stunde vorab geplaudert habt über die verschiedenen Dinge. Es sei denn, es gibt noch wichtige Fragen aus dem Chat oder ihr wollt noch was ansprechen oder Thomas will noch was kommentieren. Manöverkritik. Also ich kann nur sagen, dass man halt, ich habe in die andere Gruppe nur kurz reingeguckt, aber hier war ich von den 5 Sessions jetzt 4 wirklich dabei und es hat mir auch einfach beim Zuschauen Spaß gemacht. Allemal. Also. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke. Scar Trek lässt ausrichten, ich finde die Bedrohung durch die Zeit als Auftakt 1a für die Kampagne. Thomas Römer. Das sei hiermit auch ausgerichtet. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dann allen eine gute Nacht. Vielen Dank, Thomas, dass du dabei warst und auch ein bisschen drüber geredet hast, über die Geschichte des Abenteuers. Etwas, was ich mir selber noch anschauen muss, weil ich währenddessen in einem anderen Stream war. War es das schon? Ich dachte, wir lassen nur Anselm gehen und reden weiter mit Thomas. Okay. Weil ich weiß nicht, was der Plan war. Ich habe ja vorher nicht mitgekriegt, was ihr da geredet habt. Wir haben gesagt, wir machen das eigentliche Interview nach dem... Ach so! Ja, das war bei der Übergabe ein bisschen untergegangen. Also ja. Thomas ist ja jetzt erst seit 10 Minuten wieder dabei. Jetzt lass ihn doch ein bisschen was zu warten. Okay, dann lassen wir den Anselm gehen. Dann lassen wir den Anselm gehen. Den braucht keiner. Ja. Und... hallo, Tschüss, Anselm. Ich habe eben geteasert, dass wir mehr erzählen würden und wir alle Beteiligten noch niemand hier bleiben. Ich weiß nicht, was ihr schon besprochen habt. Wir haben nur ganz oberflächliche Dinge gesprochen. Wir haben auch absichtlich über dieses Abenteuer und das Ende dieses Abenteuers nicht gesprochen. Okay. Er hat unser Layout getötet. Ja. Anselm hat unser Layout getötet. So ist es leider manchmal. Moment, wir können versuchen, das zu ändern.
Ich fühle mich gerade so schulineig. Kann auch einfach in den... So was Feines. Schulineig. Kann auch wieder in den Zoom kommen, dann behebt sich's wieder, oder? Das ist eine Möglichkeit. Ich versuche gerade, ob ich schaue. Die DSA-Ausgabe von Ulysses North America wäre ich dann Schulinai. 2Y am Schluss. Schulinai. Bindestrich getrennt vielleicht. Ja. Ja, aber das ist dann wahrscheinlich auch ein guter Zeitpunkt für mich, die Segel zu streichen. Dann euch noch viel Spaß. Dann ist unser Layout gleich wieder genauso kaputt, auch wenn Nico jetzt dazu kommt. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir kriegen das hin. Ihr schafft das, ich bin mir ganz sicher. Dankeschön. Vielen Dank fürs mich unterhalten und mich unterhalten lassen oder so ähnlich. Und dich beinahe umbringen. Ja, vielen Dank auch dafür. genau. Okay, okay, dann komme ich nicht rein, dann macht es keinen Sinn, dann könnt ihr doch einfach auf den... Ja. Habt ihr schon gemacht. Okay. Ja. Dann ignoriere mich einfach. Genau. Tun wir. Machst du es schon? Ich schaue gerade, die Sache ist, ob ich die Kamera quasi wieder eingespeist bekommen und damit ich nicht hier in sozusagen die ewig tiefe Party habe. Ja, das ist ein bisschen anstrengend. Ach, ist doch auch witzig. Ja, ich versuche das umzustellen, aber wir können auf jeden Fall dem Eric gute Nacht sagen, in dem Sinne. Gute Nacht, Eric. Gute Nacht. Es ist schön, wenn du durch die ganzen Layouts durchschaltest und diese Gruppe in verschiedene Paralleluniversen wirfst. Shadowrun, Star Trek. Ja, sieht leider der Stream nicht, aber... Ich muss überall die Kamera deaktivieren, damit ich eine Chance habe, dass sie wieder woanders erkannt wird. Dann lasse ich dich mal layouten. Gute Nacht. Ganz rund hier. Mach's gut. Viel Erfolg beim Umzug und ich schaue mal, ob es im Chat Fragen gibt. Ich fordere euch mal auf, Thomas Fragen zu stellen. Ich werde sie jetzt auspflücken. 5 AP sagen ja. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Okay, was ich zumindest machen kann, ist meine Übertragung ausschalten. Haha, wisst ihr, was ich jetzt mache? Jetzt mogle ich. So, jetzt bin ich im Stream in der Ecke. Und packst dich selber irgendwie über eine andere Kamera rein. Genau, das war der Plan. Jetzt bin ich da. Ihr könnt mich nicht sehen, aber der Chat kann mich sehen. Und ich kann euch sehen und alle können euch sehen. Jetzt steht es quasi unter Beobachtung. Gut. Ich bin, wenn der Chat noch keine Fragen hat... Dann fange ich direkt mal an. Ich bin tatsächlich neugierig darüber, wie die Planung aussah für die Kampagne. Weil du hast ja 2 von den frühen Abenteuern, von den Auftaktabenteuern geschrieben. Staub und Sterne ist und ja auch so eine Vorgeschichte. Das hatte Nico tatsächlich in der ersten halben Stunde schon gefragt. Aber ich möchte es trotzdem wissen, wie viel Prozent von der Kampagne standen denn von was passieren soll zu dem Zeitpunkt, als du Albtraum ohne Ende geschrieben hast? Keine 2/7. Also hat man... Das ist ein sehr präziser Wert. Ja, Hadmar war mit seinem Abenteuer quasi gleichzeitig am Start. Mhm. Also auch dann mit seiner Vampir-Idee in Weiden. Dass es beides in Weiden spielt, ist tatsächlich ja auch eher ein Zufall. Mhm. Und quasi zu dem Zeitpunkt dann 1994 sind wir mit Uli übereingekommen, dass das dann insgesamt eine wirklich große Kampagne wird. Also ich meine, klar, wenn ich in meinem Abenteuer Barbara zurückhole, muss mit dem natürlich was gemacht werden. Und das ist nichts, was im nächsten Abenteuer zu lösen ist. Und wir haben uns dann, ich denke, sicherlich in der Entstehungszeit dann 4-5 Mal in Person getroffen. Das hat man wirklich aus Österreich hochgekommen ist. Und wir so die groben Sachen für die Kampagne halt festgelegt, ohne dass ich jetzt halt irgendwie die Leute, die sie vielleicht noch nicht kennen, spoilern will, aber halt so die Kernszenen und grob den Spannungsverlauf. Mhm. Aber gleichzeitig ist ja auch
Tom hatte sein Grenzenlose Macht ja auch eingereicht und das war halt, war dann auch die Überlegung, passt das in die Kampagne rein? Wir wollten Jörg auf jeden Fall halt mit beteiligen, weil er halt auch bei den großen Themen auch immer dabei war. Ich weiß jetzt aber tatsächlich nicht mehr, ob dann der Auftrag für Bastrabuns Bann aus dieser Zeit kommt oder ob Jörg das jetzt tatsächlich als Vorschlag selber eingereicht hat. Mhm. Aber es scheint hier so eine Mischung zu sein. Es gab mehrere verschiedene Abenteuerideen, die eingereicht wurden und dann ist daraus was entstanden, dann, was Größeres. Ja, da ist ein Chimäre, aber eine durchaus erfolgreiche Chimäre rausgekommen. Also da sind mehrere Stränge zusammengelaufen und dann halt wirklich auch, sag mal, in der Mitte der Kampagne bewusst vereinigt worden. Mhm. Ab einem gewissen Punkt wussten wir, okay, wir wollen jetzt halt, man kann aus den Abenteuertiteln ja schon schließen, worum es geht. Und man kann die Orakelsprüche von Faser waren ja schon gesetzt quasi. Die halt auch ein bisschen die Richtung vorgeben, was an den verschiedenen Stellen passiert. Es geht teilweise schon ein bisschen in die Richtung von der ersten Frage von Ursus Explicatoris. Wie sehr wurden die einzelnen Abenteuer der Kampagne untereinander abgestimmt, also quasi einen Leitfaden für die späteren Abenteuer? Also das, was du und Hadmar dann ausgearbeitet hat an Kernszenen oder dergleichen, gab es dann wirklich so einen Fahrplan, an dem der Rest sich orientiert hat? Und die zweite Frage geht auch in die gleiche Richtung. War die Kampagne früh so lang ausgelegt oder wurde die nach und nach verlängert? Also diese Chimäre, die du gerade beschrieben hast, wie viel Gerüst stand da und ist das Gerüst noch weiter gewuchert? Also zu dem Zeitpunkt, als wir die ersten Abenteuer gemacht haben, war es uns halt noch nicht klar, ob es jetzt ganz genau 7 Abenteuer geben wird, aber es bietet sich natürlich irgendwie mit den 7 Zeichen an und der grobe Gesamtspannungsrahmen stand dann, ich sag mal, 1-2 Jahre in die Kampagne rein, stand der. Ich meine, da kommt halt noch dazu, dass Uli seinen ersten Herzinfarkt hatte und da halt dann planungsmäßig ausgefallen ist und wir dann halt tatsächlich im vorher so noch nicht wirklich existierenden Redaktionsteam, also es gab Autorenkonferenzen, aber es gab die haben einfach mehr Einfluss bekommen, weil wir eine Zeit lang dann einfach ohne Chefredakteur gucken mussten, dass wir die Hauptstorylinien halt am Laufen halten. Mhm. Ich meine, die Kampagne ist ja nicht das Einzige, was da passiert. Es sind viele Sachen, die da durchaus zusammen wo Fäden sich ausgebreitet haben in andere Abenteuer oder in andere Settings, dass halt tatsächlich irgendwie die Rückkehr Barbarats natürlich auch im lieblichen Feld zu spüren war und ähnliches. Aber das ist tatsächlich dann so Mitte der 90er gewachsen. Da stand dann aber auch tatsächlich fest, ja, es wird ein Abenteuer um 7 Streich geben und es wird ein Abschlussabenteuer geben, bei dem ja es natürlich um einen Schlusstriumph gehen muss. Mhm. Also das wird man an einigen Stellen ja merken. Es sind halt, das ist auch das, was die Kampagne A auszeichnet und B auch Kritik natürlich hervorgerufen hat, dass man lange Zeit erstmal nur Teilerfolge erringt. Und man kann sich halt quasi kämpfend zurückziehen und irgendwann
wird es einen Punkt geben, wo man halt dann selber das Heft in die Hand nimmt und ja, die Action zum Feind trägt. Es wird auch gefragt, hatte Ivy Anteil an der Kampagne? Wir haben ja gerade gehört, das war in den 90ern. Ivy ist zur Redaktion gestoßen, zu einem Zeitpunkt, wo es darum ging, die Nachwehen davon immer noch abzuarbeiten. Weil das ist vielleicht kein großer Spoiler, es hinterlässt Spuren in Aventurien, was in der Kampagne geschieht. Und Ivy hatte dann unter anderem die Idee, während die Überlegungen im Raum standen, was man macht mit den Spuren. Genau, wir haben quasi Kehrwoche gemacht. Ihr habt aufgeräumt hinter dem Chaos. Jawohl. Nein, nicht ausschließlich. Aber die einzige Berührung die ich mit dieser Kampagne hatte, ist tatsächlich als Spieler bzw. Meister. Und ich glaube sogar, ich habe erst bei, also ich habe schon für DSA geschrieben, aber ich habe bei Ulysses erst angefangen zu arbeiten, nachdem, glaube ich, diese 7 gezeichnete Gedächtnissammelband schon draußen war. Mhm. Das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du an dem irgendwie noch beteiligt warst, weil es gibt ja den Sammelband mit allen überarbeiteten Abenteuern. Genau, ich habe das Layout mitbekommen. War wohl spaßig. Also für alles nochmal neue Seitenzahlen, aber die ursprünglichen Seitenzahlen schon irgendwie behalten, weil ansonsten als sich alle Verweise ins Nichts beziehen. Mhm. Ja, die verweisen ja teilweise, und schon alleine die Verweise im Buch wollte niemand ändern. Und deswegen hat dieser richtig große, dicke Band, der hat 2 Seitennummerierungen. Einmal halt den Band, in dem die Abenteuer früher waren, dessen Seitenzahlen und danach nicht, dann... Nicht mal wirklich, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber nicht mal wirklich früher, sondern halt schon in der Ausgabe mit den 4 Hardcovern. Ja, genau. Ah, da war schon dieselbe Methode. Ja. Ich habe tatsächlich da nicht drauf geachtet. Ich habe... Wir haben verschiedene Versionen quasi, mit denen wir teilweise arbeiten können. Das ist ja auch in den 4 Bänden, als wir den Schuber rausgebracht haben, waren die Orakelsprüche von Fasa ja noch als Beilage dabei. Also quasi als Beilage zum Schuber. Und die sind dann ja auch noch eingebaut worden als Anhang, glaube ich, in die Barbarat-Bibel mit Goldschnitt. Stimmt, ursprünglich war das ein Heftchen oder so, das Beilage? Das war, Moment, das war, greift ins Regal, so sah es aus, genau. Das war die Prophezeiungen der Baurat-Kampagne und... Die wir bisher immer nur im Intro hören. Poster. Ich weiß gar nicht, mit welcher Absicht irgendwie da ein Poster dabei war. Weil jeder pinnt sich gerne Schruf an die Wand. Yeah, ein Stecker. Ja, eine Dämonenkrone zum Pappeln. Wie klar war eigentlich dann zu dem Zeitpunkt, wo dran geschrieben wurde, was Borborat eigentlich ist? Weil diese arme Person hat ja mehrere Bedeutungsänderungen irgendwie hinter sich von der... Also ich meine, Typ im Raumschiff ist klar, dass das nicht mehr war. Aber von mächtiger Schwarzmagier zu dann doch einer alvaranisch zumindest verbundenen Figur und dergleichen. Und die Vorgeschichte mit Rohai. Also sozusagen, an welchem Punkt befand man sich, als es anfing, die Kampagne um ihn zu entwickeln? Also, wenn ich Hintergrund, Meisterinformationen aus Albtraum ohne Ende, Originalausgabe, dann sei es, Bruder. Wir beide wussten, dass es unvermeidlich ist. Also spricht Rohal, Sohn des Nandus. Fahr zur Hölle, Borborat. Da waren schon einige Sachen relativ früh, relativ klar. Ja, gut. Weil das ist irgendwie immer so ein bisschen, man hat das Gefühl irgendwie, dass sich diese Figur erst mit der Zeit gefunden hat, was sie eigentlich ist in der Metaphysik. Ja, also tatsächlich irgendwie, dass man da heutzutage, würde man sagen, deep gegangen ist, ist mit der Kampagne gewachsen, klar. Und natürlich in dem zentralen Band, und da will ich wirklich nichts spoilern, da kommen halt die kosmischen Zusammenhänge dann wirklich raus.
Das ist dann vermutlich auch sozusagen deine Baustelle gewesen. Du giltst ja als der Kosmologe. Das ist, da haben Hatma und ich lange drüber diskutiert. Wie jetzt auch speziell, wie die Auftritte von so halbgöttlichen Wesenheiten halt, wie man das am Spieltisch rüberbringen kann, ohne ins Lächerliche rüberzukommen, ohne die Spieler völlig zu entmachten und nur irgendwie NSC-Talk abzuliefern. Also da haben wir durchaus unterschiedliche Ansätze gehabt, aber ich glaube, das ist ganz gut dann nachher geworden und auch metaphysisch passend und trotzdem spannend dabei. Hoffe ich mal. Wie die, gerade jetzt in Albtraum ohne Ende, die Bedrohung, die große Bedrohung, die den Leuten am meisten zusetzt, ist ja nicht der wahnsinnige Borberadianer-Nekromant mit seinen Untoten im Endeffekt oder sonst irgendwas, sondern es ist die Zeit. Mhm. Gab es da irgendwie einen speziellen Anschluss, dass du gesagt hast, ich will, dass das das Thema ist oder dass das die Bedrohung ist oder ist das, kannst du das gar nicht mehr irgendwie den Finger drauflegen? Ich habe ursprünglich ein, das habe ich auch tatsächlich noch an keines dieser DSA-Archive weitergegeben, ein zweiseitig beschriebenes A4-Rechenkästchenblatt, wo die Outline eines Abenteuers namens Die Herausforderung drauf war. Und das ist, da ging es auch bereits um eine Zeitmaschine. Mhm. Eine Maschine, die Zeit manipuliert. Das war also nicht irgendwie die klassische Beschwörung, die ihr jetzt erlebt habt, sondern das war dann irgendein arcano-mechanisches Device. Aber da sollte halt zum Schluss dann ein klassischer, hämisch lachender, fieser, uber-Schwarzmagier Borberat rauskommen. Und das ist von, ich würde mal sagen, 91. Mhm. Und das heißt, also es gab schon die sozusagen die Grundidee der Geschichte mit der Zeit war vor der eigentlichen Ausarbeitung auf jeden Fall schon da. Ja. Und ich hatte halt in der Einleitung heute Abend auch gesagt, ich hatte eigentlich geplant, eine Kampagne um die 5 magischen Metalle. Mhm. Liscom hatte bei seinen vorherigen Versuchen ein magisches Metall. Mhm. Korobar hat jetzt diese Arcanium-Nägel verwendet. Und es gibt zumindest noch ein weiteres Abenteuer, wo es halt um magische Metalle geht. Okay. Oder ein magisches Metall. Ja. Und das war so quasi mein Ansatz, in die Kampagne reinzugehen. Also eine eigene Kampagne, die ich dann halt als Steinbruch verwendet habe. Mhm. Im Chat gibt es einen Kommentar, wo der Thomas Römer dann da ist. Wir spielen gerade die G7, ich leite, aber Borberat und Rohal haben wir zu einem religiös-politischen Dilemma der Menschen gemorpht und aus der Gut-Kontra-Böse-Moralfrage eine philosophische Frage gemacht, aus der sich Fraktionen der Sterblichen herausbilden, diese für sich interpretieren und eigene Machtansprüche instrumentalisieren. Borbi und Rohi treten bei uns auch sehr tiefenentspannt auf. Also dass es dann weniger um die Figuren geht, wenn ich das richtig verstanden habe, sondern um, das ist, naja, also so rein schwarz-weiß sind die beiden Figuren ja nun wirklich nicht. Also die, ich sag's mal so, die Ziele von Borberat sind ja zumindest am Anfang nicht wirklich böse. Das ist ja eher eine Prometheus-Figur oder eine Prometheus- oder Lucifer-Figur, die halt dieses jeder Mensch ein Magier ist ja, also
das magische Feuer von den Göttern nehmen und auf die Sterblichen verteilen. Ist ja, ich sag's mal, ein durchaus ehrbarer Ansatz. Sicherlich gibt es da in der Welt auch andere Stimmen generell dazu. Aber. Natürlich hat die Priorskirche da eine durchaus andere Meinung. Aber ich meine, das ist eine Tradition, die sich halt durchzieht. Ich meine, Madas Frevel ist ja quasi der Auslöser des Ganzen. Mhm. Und die Götter haben es im Endeffekt wieder zurückgedreht. Und natürlich aus dem Bewusstsein raus, dass ein Übermaß an Magie halt auch Chaos mit sich bringt, die Mauer zur siebten Sphäre gefährlich dünn macht und ähnliches. Klar gibt es dann halt auch für die rohalsche Position der geordneten Zauberei genügend Gründe, sich der Richtung anzuschließen. Aber es ist halt nicht wirklich so hundertprozentig, die Rohalisten sind irgendwie die weise nickenden Lehrer und die Borbradianer sind alles die komplett irren, machtgeilen Schwarzmagier. Fall Flint schreibt. Dass es bei den Schwarzmagiern natürlich dann gegenüber dem Borbradianismus als Kult, als klassisches Sektendenken auch Aufbegehren gab, weil diverse Magier sagen, wir machen unser eigenes Ding. Das ist der Kern der Schwarzmagie, dass wir uns halt keine Beschränkungen auferlegen lassen, auch nicht von irgendwelchen Uber-Schwarzmagiern. Da sind ja noch einige Figuren in der Geschichte drin, die da durchaus auch individuelles Vorgehen von Schwarzmagiern zeigen. Fivelin hat geschrieben, meine Hexe wäre während der G7 mehrfach fast zu Borberat übergelaufen, bis seine Leute ihre Vertraute ermordet haben. Und seine Ideen fand sie eigentlich toll. Ist Ivy auch versucht irgendwann? Nein, aber das heißt, das kannst du auch durch. Das war ja durchaus auch nicht unabsichtlich, dass zumindest ein Teil der Aussage interessant sein könnte oder faszinierend sein könnte für Figuren. Waren denn die Traumsequenzen in Albtraum ohne Ende teils auch ein Versuch, irgendwie so eine Art ja, Mitgefühl für Borbarat zu erwecken, weil man mitbekommt, was für eine Qual sein Exil war? Auch. Aber es war natürlich schon auch so gedacht, dass es ein bisschen die Cutscenes sind, um den Hintergrund zu erklären. Also diese ganze Limbus-Angelegenheit tatsächlich ein bisschen zu vermitteln, auch gerade diese Szene, wo man hast du die geträumt, Ivy? Wo du so groß warst und über die Landschaft gewandert bist und ich glaube, das war Eric. Das kann auch sein. Der alles kaputt gemacht hat, oder irgendwie? Nachdenklicher Blick. Nachdenkliche Suche nach dem Ton. Ich glaube, es war Eric, der den Traum vom riesigen Borbarat hatte. Also der Riese zu sein, der alles niederrankt. Wieso hat Ivy plötzlich ein rotes Mikro mehr? Ich habe mein Zoom-Fenster hat sich plötzlich sehr klein gemacht und ich habe verzweifelt gesucht, wo kann ich denn jetzt draufklicken? Ich hatte den Traum. Es war wohl der Zwerg. Entschuldigung, du hattest ihn nicht. Nein, ich hatte den nicht. Ich hatte
Oder doch, Eric? Niemand weiß es, aber du warst es nicht. Ich kann mir schon mal ausschließen. Ich war es definitiv nicht. Ich habe irgendwas mit Rot geträumt. Ja, du warst, glaube ich, den versucht, den Schleier zu öffnen, den Limbus-Schleier in der Gore. Und Rot ist halt die Gore. Mhm. Ja. Ja. Es waren drei Typen in einem viel zu großen T-Shirt, schlägt Nico vor. Ist ja egal, wer es geträumt hat, ihr seid eigentlich alle eine Einheit. Bist du ja, denn? Es kann natürlich Runden geben, klar, nicht hier, wo es als Schauspiel ist, aber kann natürlich auch Runden geben, die sich erstmal ihre Träume nicht erzählen. Mhm. Weil sie vielleicht denken, da ist eine Besessenheit, die da auf mir liegt. Wer weiß, was irgendwie die Kollegen mit mir machen. Vielleicht sogar der Kollege Weißmagier oder Briot. Sie dann irgendwann, weiß ich nicht, in einer therapeutischen Session sich zusammensetzen, ihre Träume erzählen und dann dieses oh Scheiße, was geht hier ab? Also das soll natürlich auch genau wie die Begegnungen mit den Zeitgeschädigten, sind die Albträume auch dafür gedacht, diese oh Scheiße, was geht hier ab Momente zu erzeugen. Es sind ja aber auch Hinweise, teilweise sogar ganz konkret, nur dass man die am Anfang halt überhaupt nicht deuten kann. Das finde ich daran halt so gut. Also ich denke, es wird ja noch im Laufe der Kampagne mehrere Aha-Momente geben, wenn die Charaktere dann sagen, ah, so hängt das zusammen. Ach, das war der Ort und das war diese Gegebenheit. Hudson Plot Tandelorn schreibt Thomas Römer, mich würde interessieren, ob es in der Redaktion bzw. unter den Autoren mal den Plan gab, Padona nach der Einführung in die Kampagne noch eine größere Rolle zukommen zu lassen. Weil sie, naja, wir wollen nicht spoilern, aber wir spielen ja jetzt gleichzeitig die Vampire in Weiden und möglicherweise passierende Dinge. War das der Plan, dass sie da irgendwie noch weiter mitspielt oder war das nur so, oh ja, Hartmann hat sie eingebaut, aber jetzt macht sie andere Sachen? Ich glaube, wir haben sie dann bewusst rausgelassen, weil sie einfach komplett eine andere Schiene bedient. Hm. Du solltest es wissen. Ich mag die Figur sehr. Nicht jede Interpretation von ihr, aber man kann, das ist ja das Tolle, wenn man dann irgendwann selber schreiben darf, dass man ja seine eigene kleine Interpretation liefern darf. Nico zeigt gerade darauf, dass einer meiner Actionfiguren die Haare abgefallen sind. Die ist wohl auch gealtert. Das ist natürlich unerhört. Oh nein. Kann zumindest keine Padona-Action-Figur sein, weil als Elfe würden ihr die Haare sicherlich nicht abfallen. Nope. Ich hätte gerne eine Padona-Action-Figur, bitte. Ja, ich auch. Ich wollte gerade sagen, es kann keine sein, weil sie nicht existiert. Aber ich würde sie nehmen. Wie ist es denn jetzt so rückblickend zu schauen, wie Leute das Abenteuer spielen? Bist du auch so im Nachhinein zufrieden? Also wie gesagt. Also jetzt nicht mit uns, sondern bist du zufrieden mit dem Abenteuer? Und ja, doch. Das immer noch, auf jeden Fall. Gibt vermutlich ein paar Sachen, wenn ich es mir jetzt noch mal genauer durchlesen würde, die vielleicht anders aufsetzen würde, aber in der Grundlinie würde ich so halten. Mir tatsächlich finde ich immer noch Staub und Sterne das besser gelungene Abenteuer, aber so die Bedrohungselemente und die ersten Enthüllungen, dann zu merken, das wird groß, das hat halt sehr viel Spaß gemacht, das so zu schreiben und ich glaube, da würde ich auch dranbleiben. Hattet ihr, beziehungsweise ahnen konntet ihr es vermutlich nicht, aber wie gehst du damit um, dass die Borberat-Kampagne heutzutage auch sozusagen der große, große Brocken ist, an dem auch sehr viele Gruppen stolpern? Die übliche Geschichte, ja, wir spielen seit 10 Jahren an der Borberat-Kampagne, wir sind jetzt im 4. Abenteuer. Also wir haben mit den Vorversionen und Testversionen von Staub und Sterne bis hin zu Rausch der Ewigkeit, ich glaube, 12 Jahre gebraucht.
klar, die Abenteuer sind dann teilweise während dieses Prozesses erst entstanden. Aber selbst in der DSA 3 Kurzfassung, noch ohne die ganzen Vernetzungen, ist das halt ein Riesenbrocken. Deswegen finde ich eine wirklich, also wirklich interessant. Bin mal gespannt, wie lange du brauchst, die Kampagne jetzt durchzuziehen. Ich auch. aber ich denke, die Kürzungen sind so an der richtigen Stelle. Hm. Und wenn man jetzt halt 5 Sessions, 2,5 Stunden, für ein Abenteuer kannst du ja grob hochrechnen. Ich denke mal, das ist auch so das Maß, was du für die anderen Abenteuer haben möchtest. Das ist handhabbar. Hm. Und klar, man sollte vorneweg wissen, das ist eine verdammt große Kampagne. Es ist andererseits ja auch so, wir haben die Enemy Within-Kampagne von Warhammer. Mhm. Dreimal angefangen und sind nie über lustiges Bootfahren auf dem Reich hinausgekommen. Ich habe dreimal Shadows über Bögenhafen gespielt und sind an verschiedenen Stellen in Death on the Reich halt hängen geblieben. Und das halt auch, das ist ja die ebenfalls immer als die große, tolle Kampagne apostrophierte, sagt die, ich kenne Fragmente aus den späteren Abenteuern um die Zusammenhänge und so. Und das ist auch eine tolle, große Kampagne. Aber auch da kann man halt drin hängen bleiben, weil sie halt so groß und Gruppen dann doch klein und mit der Zeit der Sterblichen verflucht sind. Job, Familie, was auch immer. Und da klappen dann so große Kampagnen nicht immer. Das muss man halt vorneweg wissen. Und selbst bei gutem Willen kann es halt sein, man zieht auseinander, kriegt Jobs an verschiedenen Ecken der Republik und kann sich nur oder in England. Soll es auch geben. Dann klappt es halt nicht. Vielleicht jetzt tatsächlich durch die Seuche dann das Online-Spielen einen deutlichen Auftrieb bekommen hat, dass Leute sich doch jetzt entscheiden, okay, gucken wir mal, dass wir das Ganze vielleicht online noch zu Ende bekommen. Hm. Ja, ich muss dann mal nachfragen, Evi, du sagtest ja, du hast als Spielerin Kontakt gehabt. Gehörst du zu einer der Runden, die es tatsächlich geschafft hat durch die Borberet-Kampagne oder auch einer, die dann irgendwann gescheitert ist an Zeitkohäsion? Ja, ich habe nie gespielt, tatsächlich. Ich habe einzelne Abenteuer aus der Borberet-Kampagne gespielt, aber ich habe diese ganze Kampagne selbst nie gespielt. Ich habe die nur geleitet. Und ja, wir haben das gespielt. Ich habe es mit 2 unterschiedlichen Gruppen gespielt. Eine habe ich komplett durchgejagt und die andere habe ich übernommen von einem anderen Spielleiter, der nicht mehr konnte, also der keine Zeit mehr gefunden hat für die Spieler. Und da habe ich übernommen, ich weiß gar nicht, ich glaube relativ spät, ich glaube nach Bastra Bunsban. Und da habe ich dann den ganzen Rest nochmal gemacht. War aber gut, also ich fand mich beim zweiten Mal besser. Man lernt ja dazu und man wächst. Ja. Aber die wenigsten Leute haben wahrscheinlich die Lebenszeit, diese Kampagne zweimal zu leiten. Von daher, man kriegt es auch beim ersten Mal ganz gut hin. Es ist, ich finde die Vorstellung spannend. Würdest du jemals wieder irgendwie sagen, ist es sinnig, als solches Projekt für ein Rollenspiel anzugehen, so eine Monsterkampagne? Oder ist vielleicht etwa auch die Zeit der Monsterkampagne ein bisschen vorbei? Ich meine, Enemy Within wird auch immer nur wieder neu aufgelegt. Keiner schreibt irgendwie eine neue in ähnlicher Größe. Überarbeitet jetzt irgendwie für die neue Warhammer-Ausgabe, steht es ja auch wieder an. Es gibt große kosmische Kampagnen, die noch nicht mal fertig geschrieben sind. Es gibt diese War in the Heavens-Kampagne für Fading Suns zum Beispiel,
Von der sind auch bislang nur zwei Bände erschienen und die sollte zumindest, also zwei dicke, und die sollte zumindest einen dritten Band haben. Bei D&D kenne ich mich jetzt so nicht aus, ob die wirklich so lange Kampagnen haben oder eher dann dickere Einzelabenteuer. Ja, die haben ja diese bisschen so Mischdingsies. Maximal zweibändige, aber dann dicke Bände, die vielleicht von der Anzahl der Buchstaben ungefähr auf die gleiche Größe kommen, aber weniger Impact haben in der Regel. Ja. Obwohl. Die Pathfinder Adventure Paths sind ja schon deutlich kürzer. Also das sind dann teilweise auch mehrere Abenteuer, aber die insgesamt dann doch eher kompakt. Hm. Ja, und die Monsterkampagnen sind sicherlich eine Idee der 90er. Und gut, ich persönlich bin schon ein Freund von Weltentdecken, und das läuft halt in großen Kampagnen. Und gerade wenn du dann auch so die metaphysischen Aspekte der Welt entdecken willst, gerade wenn halt entsprechende Fantasy-Komponenten drin sind, dann kommt man natürlich schon auf so große Kampagnen. Man will ja nicht irgendwie einen alten Drachentempel ausräumen, findet 15 spannende Bücher und kriegt dann alles quasi als Infodump, sondern du willst deine Wow-Momente. Fantasy geht um Wow-Momente. Nein, nennt man nur Fantasy, also die Fantastik überhaupt. Ne? Science Fiction willst du auch irgendwie, das sieht aus wie ein schwarzes Loch, aber wenn wir den Ereignishorizont überschreiten, ist das ein Stern, der aus Diamant besteht. Was auch immer, halt diese Suspension of Disbelief halt hinzubekommen. Und das funktioniert im Kampagnenrahmen natürlich besser als in One-Shots. Und ich würde, glaube ich, keinen Siebenteiler mehr produzieren wollen. Aber so insgesamt 300, 400 Seiten Abenteuer mit ordentlicher Weltverortung. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es da immer noch Leute gibt, die auch Spaß dran haben. Ja. Gut. Na dann. Musst du dir nur noch das System suchen, für das du es diesmal schreiben willst. Das ist, ich finde schön im Chat, nur Chuck Norris leitet die G7 mehr als einmal. Ivy ist also schon fast Norris-Qualität. Fast. Es ist, ich habe vage mitgekriegt, weil ich zwischendurch in den Chat geschaut habe im Vorgespräch. Da ging es auch darum, welche Charaktere, welche NSCs, die auftauchen in der Welt, teilweise SCs ursprünglich waren an Figuren. Ja, halt eigentlich so gut wie keine. Ja. Aber dann vielleicht darüber hinaus, ich meine, NSCs wachsen einem ja auch irgendwie ans Herz. Gibt es irgendwie Figuren, die du für die Abenteuer geschrieben hast, die du bis heute einfach wirklich gerne magst? Wir haben ja ein bisschen drüber geredet, über den Raubritter vorhin und wie der auftritt oder dergleichen. Sind da immer noch so welche dabei, wo du sagst, ach ja, die habe ich schon irgendwie lieb. Macht sie nicht zu kaputt. Ich weiß nicht, wie weit ich das spoilern kann, aber ich sagte ja eben schon, ich habe Laufgefahr, zum Borbradianismus überzulaufen. Und da gibt es eine Person, die du auch schon vorgestellt hast, die auch die ganze Kampagne überlebt und danach eine sehr interessante Person ist, obwohl sie eigentlich vorneweg aus einem damals noch gar nicht damit zusammenhängenden Abenteuer stammt. Diese Elfe finde ich halt durchaus sehr sympathisch. Die war von dir, die Dame? Nee, die Dame aus Seelen der Magier. War halt, wer hat Seelen der Magier geschrieben? Yeesh. Nachdem wir es eben gespielt haben, ich sollte es eigentlich auswendig wissen, aber
Aber wir blamieren uns hier gerade alle gleichzeitig. Das ist ja immerhin schön. Toll, dass es live ist. Aber ja, stimmt natürlich. Weil das, da kann sie ursprünglich nicht von dir sein. Aber sie hat sich ja verändert, weil da ist ja dieses, die noch so ein bisschen so die arme kleine Jungelfe, die auf die böse Seite gezogen wurde. Aber ich mag halt tatsächlich die sehr fähige und sehr entschlossene, aber halt eben auch in sich sehr konsequente Azeril von später. Wirklich gerne. Ja, weil sie halt den philosophischen Barbaradianismus zu neuer Blüte führt. Das war von Uli selber und von Uwe Körner steht da. Uwe Körner. Ein D&D-Mensch. Uwe Körner war lange Zeit quasi Hauptlektor für die deutsche D&D-Ausgabe. Ja, das war ja die Zeit, wo beides über dieselben Schreibtische lief. Nee, da schon nicht mehr. Aber den Uwe habe ich halt auch auf diesen Bielefeld-Treffen, wo er am Anfang auch dabei war, Fantasy-Welt mit Herausgeber. Die eine von den vier großen Zeitschriften, die in den 90ern halt rauskamen. Ich würde... Und das war halt die D&D-orientierte. Nee, aber also Azeril, ja. Ich persönlich bin ja auch immer ein Freund von Dexter Nimrod gewesen. Der halt klar irgendwie mit seinem fiesen Inquisitor-Auftritt in Wolf von Winhall hat er sich viele Feinde gemacht, auch unter Spielerinnen und Spielern. Aber das ist ja auch einer, der seine Prioritäten klar hat und das auch über die ganzen Jahre beibehalten hat. Eine konsequente Persönlichkeit auf jeden Fall. Ja. Ich würde langsam zum Ende kommen, da wir jetzt das Mitternacht geworden ist und wir alle in unserem Kürbis schnell nach Hause fahren müssen, bevor er sich wieder zerlegt. Oh nein. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns über die Kampagne und das Abenteuer zu reden. Wir werden ja am Wochenende reden wir nochmal. Da bist du auch im Talk zu Gast auf der FeenCon online. Da. Wie nennst du das immer? Alte Männer erzählen vom Krieg. Panel. Ja, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, weil es ist ja Tom auch dabei und Tom ist ja unser Jungspund. Der ist ja Baujahr 67. Oh, das ist das Nesthäkchen. Das Nesthäkchen, genau. Tom, ja. Tom. Weil er erst 50 ist. Ist er nicht alt genug, oder was? Deswegen tarnt sich Ivy hier schon mit grauen Haaren. Ja, richtig. Ich tue älter, als ich bin. Ich bin aber gefühlt schon seit ich 8 bin 40. Also. Und es ist, ich meine, die Kampagne hier ist ja entstanden, als du fest in der Redaktion warst und da dann auch sehr viel Verantwortung übernommen hast, Thomas. Jetzt bist du ja nur noch sozusagen freiberuflich für Rollenspiel. Gibt es da irgendetwas, an dem du gerade irgendwie arbeitest oder bist du da in einer Pause oder können wir uns auf einen neuen Römer freuen in absehbarer Zeit? Ich sag mal, momentan hänge ich ein bisschen durch die Seuche und die Isolation haben meiner Kreativität nicht wirklich gut getan. Sobald ich wieder schreiben und lektorieren und zusammentragen kann, also einfach den Arsch wieder hochbekomme, ist der Splittermond Band zur Geisterwelt auf jeden Fall. Mehr Kosmologie. Ja, und also ein bisschen wie das Jenseits der Grenzen, aber dünner. Viel Erscheinungen, aber natürlich auch ein bisschen Regelkrams zur Geisterwelt und so was. Da sind viele Sachen schon von Autorinnen und Autorenkollegen geschrieben worden. Und das muss nur einmal wirklich zusammengetragen werden. Und ich sitze an einer Übersetzung eines Rollenspiels. Da darf ich aber noch
nichts zu sagen. Da okay. Ein NDA. Übersetzung. Gut. Mhm. Dann, vielen Dank natürlich auch an die Ivy. Die danke, danke. Wir sehen uns dann in 2 Wochen, spätestens wieder, wenn wir spielen. Cool. Und Ivy ist inzwischen größtenteils mit, wenn sie lektoriert oder dergleichen, aber dein Job ist auch inzwischen ein ganz anderer, als Rollenspiele zu schreiben. Ganz anderer, interessiert wahrscheinlich niemanden. Ich mache was Technisches. Ja, der Mensch muss Geld verdienen in dieser Welt. Der Kapitalismus zwingt es uns auf. Ganz anderes Thema. Aber auf jeden Fall ganz lieben Dank an euch, Thomas. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass es auch wieder bergauf geht mit Konzentration und allem und der gesamten Lage. Und dann. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall am Samstag. Ja. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, als Zwischenrufer von der Seitenlinie werde ich deiner Präsentation der Kampagne sicherlich erhalten bleiben. Das würde mich sehr freuen. Du bist jederzeit an der Seitenlinie willkommen und auch weiter im Geschehen. Da werden noch Dinge passieren, hoffentlich. Ja. Vielen Dank. Ja, und euch, also dir speziell, aber halt auch allen Mitspielern auf jeden Fall danke für die gute Unterhaltung. Kennt ihr doch. Deswegen machen wir es. Ja. Gut. Ich wünsche euch eine gute Nacht, ihr zwei. Gute Nacht. Und auch den Leuten im Stream. Wir machen jetzt den Feierabend auf. Tschüss, ihr. Ciao. Zu später Stunde. Späte Stunde, ja. Wir reden zu später Stunde über frühe Dinge. Hallo, liebe Menschen. Willkommen im Stream. Hallo, liebe Leute, die gerade von Julia rüberkommen. Es wird einen guten Abend gewünscht. Ich bin Mayri, das wisst ihr vermutlich und kennt ihr vermutlich. Und der Herr zu meiner Seite, das ist der Werner Fuchs. Hallo, Werner. Hallo. Worüber reden wir heute, Werner? Was machen wir? Wir machen einen Ausflug in die Frühzeit des Rollenspiels in Deutschland. Und das Thema soll sein, welche Rollenspiele das Schwarze Auge beeinflusst haben und was drumherum auch noch das Schwarze Auge beeinflusst hat. Genau, was auch noch an Literatur oder Filmen oder sowas mit reingeflossen ist. Ich hole ja bei solchen Geschichten immer weit aus und fange grundsätzlich bei Adam und Eva an, damit die ganze Sache rund wird. Okay, was sind denn Adam und Eva in dem Fall? In dem Fall sind Adam und Eva Spielzeug. Spielfiguren. Keine Zinnfiguren, sondern bei mir waren es Hauser, historische Figuren, Ritter, auch Hunnen, Römer, Normannen. Und in Ullis Fall waren es Airfix-Figuren, die er schon früh in kleine Dioramen eingebaut hat. Für alle, nur ganz zur Sicherheit, ich nehme an, dass die meisten Leute, die bei uns zuschauen, wissen, wer du bist und worum es geht und warum wir mit dir drüber reden, aber nur der Form halber, wenn wir von Uli reden, dann meinen wir Uli Kiso und du und der Hans-Joachim Alpers, ihr seid das Dreigestirn gewesen, was am Anfang für DSA die Dinge festgelegt und das losgetreten hat, beziehungsweise Alpers in dem Fall, der vor allen Dingen geschrieben hat dafür. Habe ich das richtig dargestellt? Das hast du richtig dargestellt, ja. Man muss ja immer ein bisschen aufpassen. Bei Darstellung, da würde mir noch einfallen, bei Hinter der Maske des Meisters hast du gesagt, dass dieses Gruppenfoto die frühe Belegschaft des Fantastic Shop darstellt. Das stimmt mitnichten. Das ist die Redaktion im Hause Fantasy Productions. Und zwar, ja, man braucht keine 10 Leute für einen Laden. Entschuldigung. Nein. Müssen wir sofort ändern. Ja, ist ja nicht schlimm, aber das ist natürlich schon wichtig, wenn da so ein Stefan Blank drauf ist und der wird für Der hat nicht im Shop gearbeitet, ja. Ladenlokal Auskehrer gehalten, dann könnte er erbost sein. Nein, der hat nicht geputzt im Fantastic Shop, der Dr. Stefan Blank. Nee, der nicht. Da habe ich schon eher selber geputzt. Wie das meistens so ist.
Das ist halt, das sind halt so kleine Sachen, die fallen einem hinterher auf. Eine andere Geschichte war Midgard, das wir hier auch haben als Einfluss auf das schwarze Auge. Aber die Ausgabe, die gezeigt wurde im Film, ist tatsächlich eine Post-DSA von 1985. Die frühe Midgard-Phase, die vor dem schwarzen Auge rauskam, das war viel weniger professionell gemacht. War ja auch ein Fan. Ja, ein Fan, ein Vereinsprodukt im Endeffekt. Ne? Genau, aber mich hat bei dieser Ausgabe von 1985 das Titelbild von Josef Ochmann schwer fasziniert. Das fand ich eins der besten Fantasy-Titelbilder von einem deutschen Zeichner bis dahin. Und da habe ich ihn sofort engagiert für mein Abenteuer Geheimnis der Zyklopen. Das hat er dann illustriert. So, jetzt genug abgeschweift. Ja gut, Midgard ist eine von den Sachen, die es beeinflusst hat. Aber wir waren bei Adam und Eva, die in dem Fall Figürchen waren. Da kommen wir noch drauf, auf Midgard. Ich habe mir die wichtigsten Punkte ja auch ein bisschen notiert, was wir zu der Zeit gespielt haben, was für einen Einfluss das auf uns hatte. Und, ja, also die Figürchen haben wir unabhängig voneinander gespielt. Das ist bei mir eher, ja, wie soll ich sagen, frühes Tabletop-Wargaming gewesen. Und bei Uli war es eher Basteln und mit den Sachen Dioramen darstellen. Und darüber hinaus hat er natürlich jede Menge Modelle gebaut. Ob von Revell, Tamiya oder weiß der Henker, es sind auf jeden Fall bei ihm da standen alles mögliche, Panzer, Flugzeuge, Schiffe, alles stand rum und er war ein Fachmann im Modifizieren von solchen Sachen, weil er offensichtlich viel Zeit hatte dafür. Und, immer diese Studenten auf Lehramt. So ist es, ne? Einfach nicht ausgelastet an der Kunstakademie. Wenn er Chemie studiert hätte oder Mathe, da wäre das nicht vorgekommen. Aber die Physikstudenten, die sind ja hinterher dann in Scharen dem Rollenspiele zugelaufen. Ne? Ich habe mehrere gehabt, die ihr Studium abgebrochen haben und dann ihre Zukunft im Rollenspieldesign sahen. Aber wie gesagt, Kunstakademie-Leute, die sind dann halt eher Augenmenschen gewesen und haben Ina Kramer, klasse Meisterschülerin in Düsseldorf an der Akademie und hat natürlich sehr, sehr viel beigetragen. Jetzt nicht nur grafikmäßig, Schwarz-Weiß-Illus. Am wichtigsten ist sie gewesen bei den Karten von Schwarzen Auge dann hinterher. Aventurien. She mapped Aventuria. So, also wir spielen um die Zeit unabhängig voneinander und mein Werdegang geht dann über Strategiespiele. Mhm. 1972 fällt mir in einem amerikanischen Science-Fiction-Magazin die Anzeige einer Firma namens Strategy and Tactics auf. Und die annoncieren da Alternativwelten im militärischen Sinne. Also sie stellen Konfliktsimulationsspiele vor. Man kann Schlachten der Weltgeschichte nachstellen und kann auch zu einem anderen Ausgang kommen. Ne? Das sind diese ganz komplexen Spiele mit mit Fokus auf eine Kampagne oder auf einen, wie sagt man? Es gibt alles. Situation. Was euch am bekanntesten vorkommen wird, der nächsten Generation ist Axis and Allies beispielsweise. Das hat seine Wurzeln im Konfliktsimulationsspiel. Mhm. Cosims haben wir sie genannt, um den Begriff Wargame zu umgehen. Ja. Witzigerweise habe ich gestern auf Facebook gesehen, da ist was eingestellt gewesen. H.G. Wells spielt
Wargames. Und zwar richtige Tabletops. Der ganze Boden von dem Zimmer war voll mit Rittern und Burgen. Und er hat ja dieses Buch Little Wars geschrieben. Und hat von daher ist er einer der geistigen Väter dieses Hobbys. Ne? Andere sind Fritz Leiber und Harry Fischer, die die Welt Nuon entwickeln und da Tabletop spielen. Und Nuon ist die Welt von Farford und Gray Mauser. Ist Nowhere von hinten rein. Okay, ich glaube, das musst du ein bisschen genauer erklären für die Leute. Wer ist Fritz Leiber? Was ist das für eine Welt? Ganz kurz nur. Fritz Leiber ist ein früher Fantasy-Autor neben Robert E. Howard, der Erfinder der Sword and Sorcery. Robert E. Howard hatte Conan am Start und Fritz Leiber hatte Farford and the Gray Mauser am Start. Mhm. Und zwar in konkurrierenden Magazinen. Wir hatten ja schon mal eine Folge, wo wir über Unknown und über Weird Tales gesprochen haben. Und Weird Tales war die Heimat von Conan. Mhm. Und Unknown haben Farford Gray Mauser ihre ersten Gehversuche unternommen. Und bei Howard weiß ich es nicht. Aber das ist eher auch ein Isolani gewesen, so wie H.P. Lovecraft auch. Und hatte keine Freunde. Aber Brieffreunde, zum Beispiel H.P. Lovecraft. Brieffreunde, hätte aber nur Play by Mail machen können. Ich meine, haben ja Leute gemacht, ja, teilweise. Ja, nee, keine Frage. War ja eine Zeit lang auch eine ganz große Sache. So, auf jeden Fall der Harry Fischer und der Fritz Leiber mit ihren Freunden Sprague de Camp und Fletcher Pratt, die haben viele, viele Feldzüge als Tabletop gemacht in Fantasy-Helden. Und die gelten auch als Gründerväter des Hobbys. Also witzigerweise ist die fantastische Literatur das Sprungbrett auch für fantastische Spiele. Ich kann das irgendwie auch nachvollziehen, dass man dann irgendwann in seiner Welt auch irgendwas auch machen will und nachstellen ja, will. Liegt nahe. Du hast ja auch die Faszination für Landkarten, um die Welt darzustellen, die in den Geschichten dargestellt wird. Und für mich war das immer ganz wichtig, dass man auch Kartenmaterial zur Hand bekommen hat. Das hat mich am Herrn der Ringe auch fasziniert, dass da sofort Karten mit drin waren, wo man sich zurechtfinden musste. Und das hat natürlich auch viel geholfen. Und ich hatte Mitte der 70er Jahre, so zu der Zeit, wo der Fantastic Shop aufgemacht wurde, 1977, ein Buch von Post, hieß der Mann. Und das Buch hieß An Atlas of Fantasy. Und der hat Karten aus der fantastischen Literatur zusammengetragen und hat einen ganzen Atlas davon hergestellt. Und das war eine Bibel für uns. Und aber ich greife da schon wieder ein bisschen vor. Als ich diese Anzeige gelesen habe von Strategy and Tactics, das erste Spiel, was mir da auffiel, war Waterloo. Das ist natürlich der Klassiker. Oder dann habe ich ein Abo geschaltet und habe dann jeden Monat aus Amerika eine Zeitung bekommen, die hieß Strategy and Tactics. Und die Firma hieß natürlich nicht Strategy and Tactics, das war nur eine Anzeige von Strategy and Tactics. Die Firma hieß SPI, Strategic Publications Incorporated. Mhm. Hinterher hat die Computerfirma SSI sich dieses Kürzel zum Vorbild genommen. Das war mit Sicherheit, der Joel Billings war mit Sicherheit ein großer Fan von Strategy and Tactics. Und 72 noch nicht, aber ein paar Jahre später gab es dann auch fantastische Spiele. Fantasy-Spiele,
Science-Fiction-Spiele, als die Historie nicht mehr ausgereicht hat oder die reinen Wargames zu martialisch rüberkamen. Aber Dynamis hat das nie was ausgemacht. Nur wir hatten Probleme auf der Messe in Essen, später ab 82, und sind dann aneinander geraten mit den Leuten, die Holzspielzeug propagiert haben. Ja, ihr mit eurem kriegstreiberischen Zeugs. Genau. Und also so 74, 75 fangen die fantastischen Spiele an. Und du musst dir da vorstellen, es ist plötzlich eine Industrie aus dem Boden gestampft. In wenigen Jahren gibt es plötzlich 20, 30 Designer, Hersteller von den Sachen. Es macht natürlich auch einen Riesenspaß, wenn man mit sowas Geld verdienen kann. Ne? Und der wichtigste Protagonist in dieser Arena ist ab 1974 die Firma TSR mit ihrem Exil-Schweizer Abkömmling Gary Gygax. Gygax ist ja heute noch ein Schweizer Name. Ne? Das hört sich an, als hätte er bei Alesia gegen die Römer kämpfen können. Es fehlt noch ein Gygax, der im Dorf der Spiele erfindet. Genau. Und die wohnten in Lake Geneva, was kann es denn anders sein, am Arsch der Welt, in der Nähe von Milwaukee, wo dann auch die ersten Gen-Cons stattfanden. Und Gygax und seine Mitstreiter Dave Arneson und wie sie alle hießen, haben mit Dungeons & Dragons das erste vom Herrn der Ringe beeinflusste taktische Wargame quasi entwickelt und haben mit mehreren Komponenten Chainmail, Blackmoor, Eldritch Wizardry Komponenten für ein Rollenspiel geschaffen. Und die zusammengefasst war hinterher Dungeons & Dragons. Und Dungeons & Dragons kommt in einer Einzelbox zuerst 1977 auf den Markt, im gleichen Jahr, wo wir unseren Shop haben. Aber unser Shop, der auch 77 gegründet wurde, ist eher literaturlastig. Kunstbücher im fantastischen Bereich, Heftchen, Comics, sowas. Ne? Ich habe zwar schon Feste gespielt, aber ich habe nicht gedacht, dass man ein Publikum für sowas findet im größeren Rahmen. Mhm. Weil es waren in Deutschland, ich weiß es nicht, aber es gab keine 100 Leute, die das gespielt haben, diese Konfliktsimulationsspiele. Und in der Schweiz war einer, der hat sich dann natürlich gut mit dem Gygax verstanden. Das war der Walter Lukas, der hat gleich 4 Fanzines rausgebracht. Eins davon hieß Bumm und war Diplomacy gewidmet. Das hast du unter anderem mit der Betonung, weil du weißt, wie meine Erfahrungen mit Diplomacy waren, weil ich mich schon darüber beschwert habe. Nein, weiß ich nicht, erzähl. Ich habe nur ein einziges Mal in meinem Leben Diplomacy gespielt und danach habe ich an meinen Freunden gezweifelt, aber ich glaube, das ist normal. Ja, das ist eine hintertriebene Sache. Weißt du, dass das im deutschen Fernsehen war? Nein. Das hat der Heumar von Dittfurt live 4 Stunden im ZDF gebracht, von 10 bis 2 oder so. Da hat er ja ganze 2 Runden gespielt ungefähr. Ja, ungefähr so war das. Und die Kamera, die folgte dann den Absprachen in der Küche oder im Schlafzimmer. Bei einem haben sie die ganze Bude mit Beschlag belegt. Und das würde ich wahnsinnig gerne sehen als Wiederholung oder als Ausgrabung. Es ist schon verrücktes Zeug gemacht worden. Aber es ist im Endeffekt keine Spieleorgie gewesen, sondern es war eher ein Studium in Psychologie. Wie verhalten sich die Leute? Da holst du gleich mal das Letzte raus aus ihnen. Ne? Verrat, Betrug,
Ey, Misstrauen du, immenses. Du double-crossing bastard. Aber von daher ist das Spiel an sich ist natürlich irgendwo genial. Ne? Das ist ja klar. Und das war ein Hobby für sich. Tipi galt als Kultklassiker. Anfang, Mitte bis Ende der 70er Jahre. Und ist dann weggeschwemmt worden von der Welle der Cosims. Natürlich aber auch von den Rollenspielen. Mhm. Denn irgendwo ist Dippy auch ein Rollenspiel. Ein bisschen. Also zumindest beim Spielen fing es dann an, dass die Leute sich reinversetzt haben in halt so Klischeebilder von Generälen aus der Nation, von der sie sind. Ja, aber um kurz den Pin reinzumachen, wo wir uns befinden. Ja. Ihr habt also, wenn es darum geht, in Einflüsse, dass bei euch durchaus die Cosims und dass das Spielen mit Minis ein Einfluss war. Und jetzt kommen wir wahrscheinlich dann das ähnlich wie das wiederum Gygax und Arneson. All diese Einwanderer. Das gefällt mir jetzt, Gygax. Ne? Gygax, ja. Gygax und Arneson mit ähnlichen Quellen ja gearbeitet haben und ja auch dieses Spiel rausgebracht haben, bevor es dann zu D&D kam. Und dann haben wir sozusagen bei euch als Einfluss sowohl die Cosims als auch das, was dann daraus geworden ist, das frühe D&D. Mhm. Richtig? TSA hat am Anfang neben Dungeons & Dragons auch sehr viele Cosims gehabt. Mhm. Die haben ein taktisches Flugspiel aus dem Ersten Weltkrieg gehabt, also quasi ein roter Baron. Und die haben auch andere Sachen gemacht. Ich glaube sogar ein Wildwestspiel. Und mit allem wurde experimentiert. Aber diese, ich glaube, vier waren es oder fünf Einzelboxen, die sahen alle sowas von beschissen aus. A5-Box, 5 cm hoch etwa und dann voll mit Regeln, gefalteten Plänen und so. Und diese einzelnen Komponenten, also Eldritch Wizardry war natürlich Zauberei, Chainmail waren die Kampfregeln und Greyhawk war die Welt, die von Arneson entwickelt wurde. Also das Aventurien von Dungeons & Dragons, wenn du so willst. Obwohl bei D&D hat man nie so stark Wert gelegt auf eine ausgearbeitete Welt. Bei denen nannten sie es Kampagnen. Ja. Und Greyhawk war die Campaign von Dave Arneson und andere haben andere Campaigns gehabt. Ne? Aber es ist, glaube ich, die Greyhawk ist die sie quasi intern gespielt haben und die auch Gygax noch ewig gespielt hat in seinen Runden. Ja, das ist das, womit sie selber wo sie mit aufgewachsen sind quasi, wo sie sich reingearbeitet haben in die Materie. So, wir sind immer noch weit weg von Spielen. Die Phase als Fanpro gibt es da noch gar nicht. Fanpro gibt es erst seit 1983, aber seit der Fantastic Show, die Wiege von Fantasy Productions, seit der Fantastic Show existiert hat, hat er natürlich immer Spiele auch gestreift gehabt, aber wir haben nicht voll darauf gesetzt. Ich habe damals den Laden mit dem Bernd Holzrichter zusammen, Studienkollege von mir, der auch Uli kannte und mit dem habe ich das zusammen bewerkstelligt. Wir haben den Laden angemietet, wir haben mehr oder weniger jeden Tag da drin gestanden, also natürlich am Wochenende nicht, aber wir hatten doch fast durchgehend auf. Eine Zeit lang haben wir, glaube ich, mittwochs Ruhetag gehabt, aber wir haben relativ schnell einen landesweiten Ruf gehabt, als wir dann den Fiction-Teil, die Bücher, die Comics, die Kunstbände rausgetan haben. Weil wir waren da nicht die Ersten. Das gab die Romanboutique in Berlin von Peter Skotzig. Und es gab vielleicht 5, 6 Läden in Deutschland, die Comicläden waren. Ja. Immerhin habe ich den ersten Comicladen in Düsseldorf gehabt. Aber das reichte mir irgendwie nicht. Wir traten umsatzmäßig auf der Stelle und
Die Konkurrenz war ja auch da. Am Bahnhof in Düsseldorf konnten sie dir Ami-Comics kaufen. Da hat es keinen großen Sinn gemacht, dass wir die importieren. Wenn der größere Publikumsverkehr durch den Bahnhof geht. Ne? Also es war ein Glück, dass die Spiele der Firma Avalon Hill, das ist die große Konkurrenz gewesen von Strategy and Tactics, die hatten, Avalon Hill hatte mit diesem Hobby schon 1958 begonnen mit dem Spiel Tactics 2 von Charles Roberts. Und da gibt es heute, glaube ich, noch den Charles Roberts Award, der auf Origins verliehen wird. Das ist der Erfinder des taktischen, strategischen Brettspiels. Also wir müssen unterscheiden zwischen strategisch, operational und taktisch. Die Sachen von TSR waren total taktisch. Ne? Das sind einzelne Kleine Grüppchen, Squad-Leader-mäßig sozusagen. Und operational, da hast du als Spielsteine Divisionen. Und strategisch, da hast du als Spielsteine Armeen oder Korps. Ne? Also ganz, ganz große Einheiten. Und die Unterteilung ist wichtig, weil im Fantasy-Bereich ist eigentlich nur taktisch interessant. Deshalb heißt die Firma auch TSR, Tactical Studies Rules. Und nicht SSR. Ja. So, eine andere Firma hat Avalon Hill importiert. Und zwar saßen die in Rottgau bei Frankfurt. Aber das Konzept ging nicht auf. Die wollten irgendwie für die Lufthansa Spiele erstellen. Und jetzt kann ich mir nicht vorstellen, was die Leute sich dabei gedacht haben. Auf so einem kleinen Tisch, den du am Vordersitz festgemacht hast, willst du da eine Karte draufpacken? Kommst du in ein Luftloch, fliegen alle Counter durch die Gegend. Ach, tatsächlich Spiele für im Flugzeug spielen? Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es diese Sachen waren. Selbst der Dümmste kommt nicht auf so eine Idee. Aber ihr Konzept ist nicht aufgegangen. Sie hatten keinen Erfolg damit und haben sich von ihrem ganzen Inventar getrennt. Wir haben Wind davon bekommen und haben das gekauft. Haben unser Geld zusammengeschmissen und haben für 5.000 Mark deren komplettes Inventar, und das waren jetzt, dass ich jetzt nicht lüge, vielleicht so 450 Spiele. Also wir haben Spiele, die 30 Mark oder so gekostet haben, für einen Zehner gekriegt. Und das war natürlich ein guter Startschuss. Den Fantastic Shop Inhalt habe ich an die Wuppertaler verkauft, aus denen hinterher Kult hervorgegangen ist. Kennst du vielleicht als Comic-Verlag. Mhm. Die haben dann später im Bereich Comics Großhandel und so gemacht. Und das waren Bekannte von mir und denen habe ich meinen Laden verkauft. Und dafür den Inhalt von einem anderen Laden gekauft? Ja. Nee, das haben wir, glaube ich, schon vorher gemacht. Aber da haben wir dann aufstocken können und wir konnten... Insgesamt war der Inhalt vom Fantastic Shop, als er Spieleladen geworden ist, natürlich viel, viel teurer und wertiger als mit Comics aus der eigenen Sammlung und Remittenten und dergleichen mehr. Ne? Wir waren von heute auf morgen von einem Flohmarktladen zu einem esoterischen Spieleladen geworden, dem ersten in Deutschland. Und dann hattet ihr quasi die Halle voll mit Strategiespielen und Taktikspielen. Ja, dann haben wir erst... Cooper! Ist der hinter mir? Ja. Ja, Cooperchens, komm mal her. Guck mal, wer da ist.
Da kommt der Ladenbewacher. Der Ladenbewacher. Ja. Ich versuche sozusagen quasi in meinem Kopf die Reihenfolge festzuhalten. Die Spiele, die dann für DSA entscheidend waren, das sind immer noch die Taktikspiele. Ja. Und dann das erste, das, was draus geworden ist, was ein bisschen mehr war. Also ich habe dann, auch Rollenspiele gespielt. Mhm. Weil ich allein war, beim Uli hat es noch ab da 5 Jahre gedauert, bis er an Rollenspiele dran gekommen ist. 1977 habe ich in den Fingern von Game Designers Workshop En Garde ein Spiel um Musketiere. Du musstest also die altbekannte Sache hier, du musstest ein Musketier dir generieren und dann gegen die Horden oder die Henchmen des Kardinals Richelieu kämpfen. Du bist natürlich als Musketier ein Mann des Königs gewesen. Und das hat Spaß gemacht, die auszuwürfeln. Das war schon fast Spaß genug. Ne? Und einer der Einflüsse, die ich beim Schwarzen Auge dann hatte, war eben dieses Fechten. Hm. Und Attacke und Parade beim Schwarzen Auge lassen sich hier drauf ganz gut zurückführen. Wir haben es aber später dann bei einem anderen Spiel nochmal verstärkt erlebt. Das war Flashing Blades. Mhm. Und Flashing Blades war, glaube ich, von der gleichen Firma wie Chivalry and Sorcery. Ein Rollenspiel-Urgestein, extrem schlecht spielbar, aber ein Steinbruch für Autoren, den man sehr gut ausplündern konnte oder nutzen konnte. Aber das war auch später erst, das war auch so 82, als wir da drüber stolperten. Da erzähle ich nachher noch eine lustige Geschichte dazu. Und also ich spiele En Garde und da hatten wir diese Avalon Hill-Spiele noch nicht. Ne? Das sind auch Sachen, die ich mir aus Amerika hab schicken lassen. Und als wir die Avalon Hill-Spiele haben, das ist dann so 79 der Fall, da kommt auch der Ulrich Kieso irgendwann ins Spiel. Den Laden hatten wir zunächst bei ihm im Keller und sind da 77 bis Anfang 78 gewesen und 78 zogen wir in die Philipp-Reiß-Straße um und hatten dann ein eigenes Ladenlokal. Und so um 79, 80 haben wir die Comics verkauft, haben die Spiele reingeholt und fingen dann an zu importieren und zwar von ganz anderen Quellen als die wir vorher hatten. Und ich habe ja immer eine Schwäche gehabt für Sekundärliteratur und ausgefallene Bücher und habe dann von bestimmten Leuten, zum Beispiel von Richard Ritter aus Staten Island, Sachen importiert. In Amerika gab es ein Dutzend oder so Anlaufstellen, wo die geliefert haben. Ne? Mile High Comics war in Boulder, Colorado, war dann hinterher ein großer. Und dann hinterher Capital City und so. Aber diese Entwicklung ist da in ihren Kinderschuhen erst nochmal. Und wir kaufen dann ein, als Uli dazu stößt, mehr aus Verzweiflung, weil er seine Steuern nicht gemacht hat, 2-3 Jahre. Und die Sigi Minz, die bei uns im Laden gearbeitet hat, nachdem der Bernd Holzrichter ausgestiegen ist, und seinen Anteil verkauft hat, war gelernte Buchhalterin. Und wir kannten uns aus der Erkrater Clique von früher. Und das ging ein bisschen auseinander. Und Uli wohnte in Düsseldorf. Die Sigi wohnte noch die wohnte da auch schon in Düsseldorf. Aber die war ständig bei uns im Laden. Und andere Leute, die ständig im Laden waren, war das Ladenfaktotum Reinhold H. May, der viel übersetzt hat später.
Und wir hatten zu der Zeit ständig wachsenden Umsatz. Also das hat sich schon ganz ordentlich angelassen. Es ist nicht so, dass wir davon leben konnten, aber es hat sich getragen. Wir konnten die Miete bezahlen, wir konnten ausweiten, das heißt, wir konnten das Material anhäufen und wir sind auf kleine Conventions gegangen. Die britische Rheinarmee, die hat am Düsseldorfer Flughafen immer solche Cons abgehalten und da traf man sich dann auch, weil das die Spielerszene befeuert hat. Da war die historisch, wir haben gesagt, hysterisch fanatische Gesellschaft, die sich um unser Spiele gekümmert hat, die eigentlich Tabletop sind. Mhm. Mein Nachbar ist aus dieser, der Karl-Heinz Kiekers, den kenne ich aus dieser, aus diesem Umfeld. Und da waren dann auch Leute wie Hobby Products, der Ingo Martin, der schon sehr früh Zinnfiguren gemacht hat. Und Ingo Martin war eigentlich in Deutschland der Traveler. Anwalt, der Traveler propagiert hat bis zum Geht nicht mehr. Jetzt sind wir wieder bei einem ganz anderen Rollenspiel. Ich kann mir jetzt zum Beispiel aber nicht vorstellen, ob Traveler irgendwie einen Einfluss hatte. Ich hab Traveler sehr früh gespielt, weil es halt Science Fiction war. Mhm. Und es ist ein Spiel von 77. Ne? Und wenn du eine Alternative zu Fantasy haben wolltest, dann musst du halt auf Traveler zurückgreifen. Und ich habe hier von Rick Swan The Complete Guide to Roleplaying Games. Und ich habe auch hier noch für die amerikanische Szene ist das hier eigentlich das Wichtigste. Das ist ein Proof. Ich weiß nicht, ob das je erschienen ist. Es ist aber ziemlich gut. Und der hat 4 Sterne. Und die Spiele, die hier drin 4 Sterne haben, D&D hat 3,5. Und Traveler? Aber A, D&D hat 4, Traveler hat 4 und RuneQuest hat 4. Also der hat schon ganz, ganz klare Präferenzen. Und an den Sachen habe ich mich eigentlich auch entlang gehangelt. Hier habe ich gerade mal... Tunnels and Trolls hat immerhin 3. So viel wie Twilight. Tunnels and Trolls ist das, was ihr übersetzt habt dann auch. Ja, Schwerter und Dämonen, ja. Mhm. Da komme ich gleich zu. Und er hat, ich will dir nur, weil ich das ja auch mal bei euch gemacht habe, die Präferenzen. So. Seine Top 10 ist AD&D, Call of Cthulhu, wird dir gefallen. Ja. GURPS, Mega Traveler, Oriental Adventures, das ist auch TSR, Paranoia von West End, Pendragon, das wir auch gemacht haben von Chaosium, RuneQuest, das ist hier mit Avalon Hill, da hat Chaosium RuneQuest rauslizenziert. Talis Lanta von Bard Games und Warhammer von Games Workshop. Also eine doch sehr fundamentale Liste. Man kann darüber streiten, aber das ist zu der Zeit, 1990 ist das Buch geschrieben worden, State of the Art. Also er hat kein Rollmaster drin oder so. Und auch kein Chivalry and Sorcery. Bei Chivalry and Sorcery, der hat ja Flash and Blades noch rausgegeben. Das ist der Scott Bizarre, der Schwager von Chaosiums, wie heißt er, neulich verstorben ist. Ja. Toller Bart. Bei mir hat er eine Spinne auf dem Oberarm tätowiert gehabt. Eins der frühen, die ich mitgekriegt habe.
Mir fällt er gleich wieder ein. Ja, genau dasselbe. Ist eigentlich eine Sauerei, weil ich ihn nach Deutschland geholt habe. Auch für Essen, Greg Stafford. Ne? Greg Stafford, und er, war auch, er war Ehrengast auf dem ersten Redcon. Und Greg Stafford hat zu mir gesagt, Nico ist etwas genervt davon, dass mir der Name nicht eingefallen ist. Scott married my sister. He's a strange man, but what would you think of someone who has a company called Fantasy Games Unlimited, abbreviated Fuck You? F-G-U-I. Das hat mich natürlich zum Schmunzeln gebracht, wie du dir denken kannst. Vor allen Dingen, je öfter wir miteinander reden, desto eher habe ich das Gefühl, dass ich irgendwann so einen Stammbaum zeichnen kann, wer davon alles mit wem irgendwann verschwägert, befreundet, wohnt, ja, Partner, okay, sonst was war. Das ist, du blickst ja nicht rein in diese amerikanische Szene. Ne? Mhm. Ich habe zu der Zeit, weit weg nach Amerika zu fliegen, da habe ich gar keinen Bock gehabt. Ich habe auch gar kein Geld gehabt für solche Scherze. Das war damals alles noch viel, viel teurer. Und im Endeffekt sind solche Geschichten alle über Telefonrechnungen gegangen. Das heißt, ich habe natürlich eine Telefonrechnung gehabt im Monat als Agent noch nebenher natürlich. Da hätten sie ja schon einen billigen Flug verkaufen können. Aber wie gesagt, es ist eine Zeit, wir sind im Umbruch. Der Uli kommt an und bringt seine Zinnfiguren mit rein. Das ist seine Aussteuer gewesen für den Fantastic Shop. Wir machen den Laden zusammen, wir machen 50-50 und die Zinnfiguren. Und witzigerweise waren das keine Fantasy-Figuren, also keine 25mm-Dinger, mit denen getabletopt wurde. Sondern das waren die historischen. Ja, es waren historische Figuren, es waren vor allem nackte Frauen von bestimmten Firmen, also weiß ich nicht, Amazonen und also weniger historisch wahrscheinlich. Aber Eye Candy, ne? Mhm. Ich sage ja, er war ein Augenmensch. Mich hat das Ganze nicht so gejuckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir vielleicht die eine oder andere AX oder BX Figur aufs Fensterbrett gestellt, schön bemalt, aber ich selber habe nie bemalt. Ich war überhaupt kein Typ, der solche so ein Fingerspitzengefühl hatte. Meine Schwägerin, die Frau von Joachim, die ist absolute Spitze gewesen beim Bemalen. Ne? Das sind dann Leute, die haben so Pinsel mit drei Härchen dran, sind den ganzen Tag bekifft und malen dann die Figuren an. Ja, das hilft. Okay, ich bemal meine Figuren gänzlich ohne Drogeneinfluss. aber ich lebe ja auch nicht mehr in den 70ern. Ja, das ehrt dich. Hey, heute wird garantiert doppelt so viel. Wahrscheinlich. Ja, aber es wird nicht doppelt so viel bemalt. Aber wie gesagt, das sind Bereiche des Hobbys, die mich nie sehr angesprochen haben, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und was hatte ich dann angesprochen? Was habt ihr dann gespielt zu dem Zeitpunkt? Was mich angesprochen hat, waren strategische Dinger. Es ist auch das Design von Abenteuern hat mich angesprochen. Wir haben, guck mal hier. Der Wald ohne Wiederkehr auf Französisch. Guck mal, wer das geschrieben hat. Das ist Jean. Ich kann es nur schlecht lesen. Janskiff. Janskiff, okay. Die haben zu der Zeit, ich habe ja viel parallel gemacht. Es ist ja nicht nur, dass ich den Fantastic Shop hatte. Ne? Ich habe die SF-Reihe bei Drömer Knauer rausgegeben. Und wir haben Bücher geschrieben, der Albers und ich. Keine zusammen, aber doch, eins haben wir zusammen geschrieben. Ich glaube, 1986 war es ein Leitfaden für Business-Software. Ja,
Okay, ist jetzt nicht unbedingt Fantasy-Literatur. Nee. Also, für manche vielleicht genauso weit her, aber. Ja, es ist auch jetzt nicht, ich bin da jetzt nicht übermäßig stolz drauf. Das ist halt eine Sache, wo man sich einigermaßen auskannte. Ich habe kubikmeterweise Computermagazine gehabt. Natürlich am ehesten Spielemagazine, aber ich habe auch alles, Heise Verlag rauf und runter. Ne? Und ich habe jeden Scheiß gekauft. Meine Frau ist wahnsinnig geworden bei den Umzügen. Und das kann ich mir vorstellen. Ja. Diese Zeitschriften haben ja irgendwie eine immense Dichte, wenn man sie dann mal transportieren muss. Die haben Gewicht. Und Uli hat den Figurenbereich unter sich. Er kennt sich da aus. Er hat ein Publikum mitgebracht, eine Käuferschar, die quasi alle Neuheiten kauft. Also das war durchaus das zweite Standbein dann. Und der Shop hat genau da angefangen, wo ich aufgehört habe zu studieren. Das Erste, was ich tat, nachdem ich exmatrikuliert war, war den Shop aufzumachen. Manche Leute mögen halt keinen Stillstand. Ja, weil sie ein Forschungssemester einlegen sollen. Das war ja Spaß eigentlich. Und ich habe ja davon geträumt und war froh, dass ich keine. Ich habe Zwischenprüfung gemacht gehabt und danach ging es mir schlecht, weil ich Nervenprobleme hatte. Und da habe ich mir auf die Schulter geklopft, auf die eigene, und habe gesagt, das ist das Beste, was du machen konntest, dass du dich diesem Prüfungsstress entziehst. Und dann habe ich halt einen anderen Stress gehabt. Ne? Wie komme ich an meine Kohle? Das echte Leben sozusagen. Ja. Wie kriege ich die Leute dazu zu bezahlen? Eine Sache, die mich mein ganzes Leben verfolgt hat. Und jetzt um diese Zeit, 82, haben wir ja bei früheren Sendungen schon gesagt, dass das ein Schlüsseljahr für uns war. Und es ist ja die Zeit der Umbrüche. 77 haben wir Star Wars. Shop macht 77 auf. Ich sehe Star Wars neben Philip K. Dick in Frankreich. Und ihr findet's doof. Was heißt, wir finden es doof? Wir haben halt über die Geräusche im Weltall gelästert. Über den Ansatz, über diesen märchenhaften Ansatz. Das war so durchsichtig, ne? Raoul Walsh-Filme mit fliegenden Festungen und Pazifik, Dogfights und so, wo er das her hatte. Ne? Ist halt immer ein guter Klauer gewesen, der Herr Lucas. Aber es war ja das andere, das Drumherum, der Zuckerguss, die Explosionen, es war halt nicht mehr klinisch rein. Du hast um die Zeit der späten 70er Jahre hast du halt die Realität nimmt Einzug in die Science Fiction. Die hat der Wolfgang Jeschke mal geschrieben gehabt, Stresssituation im extrasolaren Güterwagen bei Alien. Ne? bei Star Wars war es doch auch so, ne? Diese ganzen Gefährte da, diese Sand Panzer und verrosteten Dinger oder der Dreck an Bord von dem Todesstern, ne? Und macht ja alles Laune, ne? Aber halt anders. Gut, das ist der erste Schub. Der zweite Schub ist die Fantasy. Wir haben den Erfolg von Marion Zimmer Bradley mit Die Nebel von Avalon. Wir haben die unendliche Geschichte, auch ganz wichtig in Deutschland für die Entwicklung der Fantasy. Ja? Plötzlich ist das in aller Munde, ist angesagt und ist erwachsen. Ist kein Märchen mehr, aber eigentlich sind die Brüder Grimm auch kein Märchen. Es ist Big Business. Und ich habe die Nebel von Avalon verloren
beim Bidding. Ich habe die Marion Zimmer-Bradley vom Ronald übernommen gehabt bei Drömer Knauer und habe ihre zwei, drei Bücher gemacht von ihr. Und also die ist bei Alpers, Hahn und mir quasi groß geworden. Vorher hat es nur Heftchenromane von mir gegeben. Und dann macht sie plötzlich diesen ernsthaften Versuch, einen emanzipatorischen Fantasy-Roman, Ritterroman zu schreiben. Und also Artus-Sage aus weiblicher Sicht. Und ich kriege das Buch nicht automatisch. Und ich habe mich bitter beschwert beim Agenten. Und Krüger, eine Tochter vom Fischer Verlag, grätschte dazwischen und hat mir das Ding abgeluchst. Die haben 30.000 Mark dafür bezahlt und ich konnte nur 20.000 bieten. Auch nur deshalb, weil ich den Leuten bei Drömer Knauer gesagt habe, wir machen 4 Bände da draußen, wir bieten für jeden 5. 5 war die Obergrenze. 5.000 Mark war die Obergrenze, was ich für einen Roman ausgeben durfte. Für einen Welterfolg. Ja. Ich schub's ein kleines bisschen wieder in die Richtung Spiele und Einflüsse. Wir haben ein Schirmthema, versuchen wir uns unter dem Schirm zu finden. Wir finden uns unter dem Schirm. Diese Sache habe ich deshalb erzählt, weil das Drömer Knauer aufmerksam gemacht hat auf die Materie und auf meine Expertise. Ich war Außenlektor, ich habe in Erkrath gelebt und Drömer war in München und ich war zweimal im Jahr vielleicht da. Da kannte mich keiner. Und jetzt sind sie aber wirklich aufmerksam geworden und das hat später sehr erleichtert, dass wir DSA machen konnten. Wir haben ja zunächst Drömer Knauer Dungeons & Dragons angeboten und nicht Schmidt. Schmidt kam erst mit Verzögerung dazu. Also ihr wart quasi in der Situation, dass ihr vermittelt habt, an wen Dungeons & Dragons in Deutschland gehen könnte. Ja. Und jetzt überleg mal, warum. Weil ihr schon die ganzen TSA-Sachen hattet. TSA-Sachen übersetzt. Wir waren aber auch literarische Agenten. Und da haben Alpers und ich sofort gesagt, das verkaufen wir. Und die hatten ja großes Glück, TSA, treffen da auf ein paar Vögel, die sich nicht nur damit auskennen, die im Jahre 83 Dutzende von ihren Sachen übersetzt haben, mehrere Spiele, an die 20 Abenteuer. Und das ist ja bei uns eigentlich in optimalen Händen, weil wir noch die Verlage kennen, die dafür in Frage kämen. Und als es zum Schwarzen Auge gekommen ist, als Reaktion darauf, dass Drömer Knauer und Schmidt, die jetzt im Boot waren, die Lizenz nicht bekommen haben von Dungeons & Dragons, da hat die Sache eine Eigendynamik bekommen. Gelesen hatten wir vorher viel Fantasy. Wir haben natürlich auch gespielt. Ich will jetzt nicht alles wiederholen, was in Dänemark passiert ist und so. Das ist ja alles mittlerweile auch dem Letzten schon bekannt. Die Zeit davor haben wir natürlich mit den genannten Spielen auch verbracht. Wir haben uns RuneQuest angeguckt. Mir war schon ziemlich klar, dass das eigentlich der beste Titel für uns gewesen wäre. So sieht das heute aus? Ja. Okay. Aber es gibt immer noch Enten. Ja. Keine Sorge. Das hätten wir machen sollen. Gemacht haben wir das. Mit Cover von Clyde Caldwell.
Aber ich habe neulich irgendwo erzählt, dass die Farbgebung so beschissen sei. Das sieht man auch. Ne? Das ist nicht glossy Stock, das ist matt. Und das Bild ist im Original sehr schön und prall. Und das hat einfach der Hersteller verbürgt. Sehr zum Leidwesen von uns allen. Und guck dir diese poplige Schachtel an. Die musst du höher halten, damit ich die poplige Schachtel sehen kann. Die ist so? Sehr flach, ja. Sehr, sehr flach. Die Konkurrenz sah so aus. Ja, die rote Box. Ja. Das war die. Die rote Box, das war aber nicht die erste D&D-Box. Die erste, kannst du dich an die erinnern? Die ist weiß, richtig. Die weiß ist noch davor. Die von 77 ist, wo der Drache auf dem Goldhaufen liegt. Der smogige Drache. Ja, und die Dings, die weiße, das sind die kleinen, die sind weiß und braun. Mhm. Und gut, D&D spielen wir, weil ist ja schnell drin. Ne? Das ist kein kompliziertes System, so wie DSA auch. Das ist schnell gelernt und du kannst praktisch beim Spielen das Spiel lernen. Ne? Also wenn du ein bisschen Fantasie hast, dann bist du sofort da drin. Und wir haben mehrere Abenteuer gespielt. Die Feste am Grenzland ist stink einfach und wirklich übelstes Hack and Slay. Einfach musste ich einfach durch die Gnome und was weiß ich, was da alles rumrennt. Ölkäfer, was Dungeons and Dragons halt für eine Zoologie aufweist. Ne? Und das geht ein, zwei Spiele gut und dann wird dir das langweilig. Ne? Und die haben ja auch alles für sich vereinnahmt. Ne? Beispielsweise Solo-Abenteuer sind bei TSA gar nicht gemacht worden am Anfang. Mhm. Die haben eine Auswürfelmöglichkeit für ein Dungeon gemacht. Also weiß nicht, würfelst 2, 1, 2 links abbiegen, 3, 4 geradeaus, 5, 6 rechts abbiegen. Oder in dem Stil. Ne? Und da kannst du dir deinen eigenen Dungeon aufmalen, indem du den quasi auswürfelst. Und das haben sie deshalb gemacht, weil Schwerter und Dämonen von Flying Buffalo, Tunnels and Trolls, weil sie halt kein so ein gutes System hatten, auch wenn er Rick Swan passable 3 Sterne vergibt dafür, ist es eigentlich keine 3 Sterne wert. Es ist deshalb 3 Sterne, weil sie so einen tollen Humor haben und schöne Solo-Abenteuer gemacht haben. Insgesamt sind sie haben das Solo-Abenteuer pioniert und hinterher haben Jackson und Livingston mit dem Hexenmeister vom Flammenden Berg und der folgenden Serie das übernommen. Kommt dann der Schwerpunkt, den DSA auch hatte und hat, dass es so viele Solo-Abenteuer gibt, tatsächlich auch von Tunnels and Trolls? Tunnels and Trolls hat fast nur Solo-Abenteuer. Okay. Tunnels and Trolls hat Das finde ich tatsächlich spannend, weil es auch heute das Phänomen ist, dass sehr, sehr wenige Spiele, Rollenspiele Solo-Abenteuer haben. Ja, oder nur ganz, ganz wenige. Und DSA ist da so eine Ausnahme heutzutage. Nee, DSA hat gar nicht viele gehabt. Also DS Nedime. Ja. La Fille du Calife in Frankreich. Borberat. Borberat, ja. Und klar, aber die Mainz, ne, aber unter den ersten 20 Abenteuern sind vielleicht 3 oder 4 Solo. Das ist trotzdem ziemlich hoher Schnitt. Das ist trotzdem ziemlich viel, ja, ich weiß. Ja, ich habe die Vorliebe gehabt durch die Tunnels and Rolls Solos. Mhm. Ja, das ist ein anderer Solo-Abenteuer-Schreiber. Ian Livingston, ja. Ja, das ist von 82, das Buch. Dicing with Dragons. Und
Ja, das ist eigentlich ganz gut für die Zeit. Er ist natürlich vom Fach. Nur vom Fach sein kann, wenn einem Games Workshop gehört. Und ja, wir sind ganz gute Kumpels gewesen. Also was heißt gute Kumpels? Wir hatten Verständnis füreinander über die Tatsache hinaus, dass wir eine Spielefirma hatten. Wir waren nämlich beides Grateful Dead Fans. Die Musik. Mal wieder, ja. Und ja, aber weißt du, Jahrgang 48, so wie George Martin. Ihr hört alle die gleiche Musik. Das ist quasi. Ja, Cooper. Cooperchen, habe ich dir. Bin ich dir übers Ohr gefahren oder irgend sowas? Genau, geh auf Abstand, Cooperchen. Ja, wir haben viele Solo-Abenteuer gespielt. Dieses Tunnels and Trolls Zeug habe ich fast jedes Abenteuer gespielt, weil es einfach zu lustig war. Und dumme Sprüche an. Die mussten mit was anderem glänzen. Ne? Das ist nicht das Metier für 14-jährige Powerplayer gewesen. Die wurden natürlich verarscht dabei. Ne? Liebe Freunde, das Breitschwert, das ihr findet, weist pornografische Zäsuren am Pommel auf, am Schwertpommel. Können wir leider hier jetzt nicht zeigen, aus verständlichen Gründen. Und solche Gags. Ich fühle mich gedrängt, ein kleines. Oder du bist. Die Abenteuer kommen. Du kommst als Solo-Abenteurer in den Wald und kommst auf eine Lichtung. An der anderen Seite der Lichtung zeigt sich eine Dryade. Nackt. Ich habe das Gefühl, es war auch für 14-jährige Jungs, nur anders. Ja, doch. Was machst du? Gehst du ein Liedlein pfeifend an ihr vorbei und tauchst im Wald unter? Oder näherst du dich ihr mit Liebe im Herzen? Wenn du dann das zweite gewählt hast, hat er wahrscheinlich jeder gemacht, sie verwandelt dich in einen Baum. Jetzt weiß er auch, wo der Wald herkommt. Und so, solche Gags, ne? Am laufenden Band wirst du nicht ernst genommen. Und das war eher mein Humor. Und das war jetzt nicht, dass ich da den ganzen Tag drüber gedacht habe oder so. Aber es war auf jeden Fall anders als die Festung im Grenzland. Hm. Und es hat sich nicht so ernst genommen. Nein, es hat sich überhaupt nicht ernst genommen. Und von daher hat es bei mir ein Stein im Brett gehabt. Und wir haben da Einflüsse auch fürs schwarze Auge bezogen. Der Ulrich Kieso war ja auch kein Kostverächter in manchen Situationen. Und er hat ja durchaus auch ein bisschen mit erotischen Dingen gespielt. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt, ja. Dass die knapp bekleideten Damen, die irgendwo gerettet werden müssen, durchaus von Uli waren. Ja, von mir waren die nicht. Ich hab eigentlich immer Abenteuer gemacht. Prost. Dankeschön. Ich bin nie über den Erotikfaktor von Sigurd und Akin hinausgekommen. Das ist eigentlich mein Haupteinfluss beim Rollenspiel. Das notiere ich mir direkt mal. Genau. Wir haben schon ganz viele Dinge, die irgendwie sozusagen auf ihre Ursprünge ein bisschen zurückkehren können. Das, wie man kämpft bei DSA mit Attacke und Parade, dass das an das Fechten angelegt ist bei Spielen wie On Guard oder Flashing Blades. Ja. Die Solo-Abenteuer und auch ein bisschen, dass ich nicht so selbst ernst nehme, Tunnels and Trolls. Ja. Ich habe eine Frage, weil das auch tatsächlich neulich mal diskutiert wurde. Woher kommt das, dass man niedrig würfelt bei das schwarze Auge?
Weil bei den anderen muss er hochwürfen. Wir haben halt das Gegenteil genommen. Genau, das war nämlich die Frage. Die. Ja, die entscheidende Problematik zu der Zeit ist, wir machen ein Spiel und das Spiel ist quasi ein Rip-Off. Von D&D. Ja. Ja. Wir machen einen Rip-Off und wir wussten, dass die Firma, die hinter uns steht, die stärkere ist. Es sind erstmal zwei Firmen. Und die haben zusammen, also Schmidt hat 100 Millionen Umsatz und Drömer Knauer hat vielleicht 40 Millionen Umsatz. Und die Konkurrenz das ist der Fantasy-Spiele-Verlag. Mhm. Eine Neugründung der Firma Ass in Leinfelden-Echterding. Die hat natürlich, das ist zwar eine GmbH, aber die hat natürlich nicht so viel Geld. Ne? Die kriegen das alles auf die Reihe und kriegen es auch gut auf die Reihe. Nicht zuletzt deshalb, weil wir die frühen Sachen alle selber auch übersetzt haben. Und die sind im Endeffekt zweiter Sieger. Und wir waren in Sorge, dass uns Plagiatsvorwürfe treffen konnten. Und deshalb wurde im, eigentlich Quatsch, ne? In Amerika gab es 60, 70 verschiedene Rollenspielsysteme, da eine vom anderen abgeschrieben, wo er nur konnte, das ist so ganz klar. Natürlich hat man versucht, eine Eigenständigkeit beizubehalten und schon allein auch aus Stolz, aber wir hatten natürlich die Situation, dass wir für TSR gearbeitet hatten, ein ganzes Jahr lang und schwenken dann um und arbeiten für die Konkurrenz. Ich war persona non grata da bei den Leuten in Amerika. Fuchs kriegt nichts mehr. Ich hatte bei TSR die ganzen Verträge gemacht und habe dann die Übersetzung an Land gezogen. Ulrich Kieso hat übersetzt, der ist auch hier. Namentlich erwähnt hier drin. In der deutschen Ausgabe von der Roten Box. Ja. Kannst du das lesen? Nein, nicht wirklich. Ich kenne nur Gygax und Arlesen sind groß genug, um sie zu lesen, aber ich glaube dir einfach, dass da ein Unikiso drin steht. Unten drunter steht, überarbeitete Fassung von Frank Menzer, das ist der Typ, der die rote Box gemacht hat. Illustrationen von Larry Elmore, Jim Holloway und Jeff Easley, Übersetzung von Ulrich Kieso. Tada! Und Reinhold May hat auch übersetzt und ich habe kein einziges Abenteuer mehr. Wer mir mal was schenken möchte, der soll mir oder auch tauschen oder sonst was oder verkaufen. Ich suche die D&D-Boxen noch, die blaue, die schwarze, die grüne und ich suche die ersten 20 Abenteuer und ich suche auch Sternengarde. Wo du dann teilweise dran übersetzt hast. An den Abenteuern vor allem. Ich hab so gut wie nichts übersetzt. Ich habe das koordiniert. Ich war der Lektor. Und ich habe das Geld kassiert und an meine Autoren, an meine Übersetzer verteilt. Ich war der Produzent, wenn du so willst. Ja. Aber so haben wir halt gearbeitet. Und wenn der Hagmar von Wieser beim Hinter der Maske des Meisters meint, die wollten Peri Rodan machen, dann stimmt das, aber nur in der Hinsicht, also beim Schwarzen Auge, aber nur in der Hinsicht, dass wir eine Gruppe hatten oder haben wollten, die gemeinschaftlich dieses Ding stemmt. Einer allein konnte das nicht schreiben. Deshalb musste eine Gruppe, eine Autorengruppe à la Peri Rodan her. Und nur da hat er recht. Ne? Die wollten keine Science-Fiction machen. Wir haben die deshalb gemacht, weil uns auf die Schnelle auch nicht mehr eingefallen ist. Ne? Und da gab es auf einmal Raumschiffe.
Ja, dass das vom Alphos und bei mir das Dimensionstor, wir als SF-Fans, da konnten wir halt nicht sein lassen. Ne? Der Uli hat das nicht gemacht. Und mich haben sie auch schwer kritisiert. Und dann habe ich bei Das Geheimnis der Zyklopen das Ruder auch deutlich rumgerissen. Ja, da war es dann ganz brav, nur Fantasy. Mhm. Was sind denn, wir haben hier schon Mechaniken sozusagen, die ihre Genealogie ein bisschen rausgepickt, von welchen Spielen es kommt. Aber du hast eben schon erwähnt, wo zum Beispiel Einfluss, was die Welt angeht, herkommt, dass bei dir Sigurd durchaus ein Einfluss war, also dann Comics. Ja, die Dschungelsachen, Hakim, Tibor, Tarzan, diese ganzen Abenteuer-Comics natürlich. Bei Sigurd wird natürlich auch jede Menge gefochten. Und vor allen Dingen ist es ja dann dieses mittelalterliche Vorbild, mit Rittern. Kennst du Jochen Fortmann? Nein. Jochen Fortmann hat eine Zeit lang Sigurd-Hefte gezeichnet, parallel zu Wäscher. Und Jochen Fortmann hat auch DSA-Abenteuer illustriert. Das heißt, du hast sozusagen tatsächlich dann auch einen Künstler gehabt. Ich hab nicht auf den zugegriffen. Das hat Schmidt gemacht. Oder der hat sich bei Schmidt gemeldet und hat gesagt, ich kann das auch. Und das hat er dann auch unter Beweis stellen dürfen. Aber ich will damit nur andeuten, wie eng die Verknüpfungen da sind. Und die Rollenspielszene hat sich ja völlig selber entwickelt, ohne die Comiczeichner. Die Comic-Szene ist ja auch stark entwickelt mittlerweile in Deutschland, ne? Oder die Verlage. Hier, ja, also wir haben inzwischen eine ganze Reihe von guten Verlagen in dem Sinne, als dass sie sich auch wirklich halten können finanziell und tatsächlich auch durchaus eine Menge deutsche Eigenproduktion. Ja. Das ist ziemlich cool. Und Hochqualitätszeug. Der Bocola-Verlag macht hochqualitative Reprints von Zeitungsstrips und Splitter ist ja sicherlich auch einer deiner Lieblings-Comic-Verlage. Ja, weil die halt einfach so viel franco-belgisches Material machen. Und ihr Chef ist ursprünglich Perry Rodan-Cover-Zeichner. Schon wieder alles miteinander verknüpft und verschwägert. Alles eine Mischpoke, ist doch klar. Hast ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn du Freiberufler, selbstständig oder dein eigener Verlagschef bist. Du musst halt gucken, wo es funktioniert. Ne? Und eine der Sachen, die funktioniert hat, ist Perry Rodan. Da kann man dazu stehen, wie man will. Es ist ein sensationeller Erfolg. Und es ist eine wahnsinnige Leistung. Und natürlich haben wir da drauf geschielt, aber nicht vom Inhalt her. Also, sondern von der Struktur her, von der Organisation her. Ja, von der Organisation her. Und wir wollten, dass es auch so erfolgreich wird. Und im Endeffekt ist das Schwarze Auge ja nach Perry Rodan eigentlich die weltgrößte Fantasiewelt. Ich glaube, es ist sozusagen die Angabe, wenn man die einzelnen beschriebenen Fakten zählt, ist es die zweitgrößte nach Perry Rodan. Mhm. Aber ich lege da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer. Das wissen garantiert auch andere Leute sehr genau. Zum Livestream direkt einfach mal da sagen und widerlegt werden. Rodan wird wenigstens in Amerika notiert. Man weiß, dass es das gibt. Aber es existiert. Es existiert. Aber wenn du diese Bücher dir hier anguckst, hier vom Lawrence Schick beispielsweise. Heroic Work. Worlds, ja. Mitarbeiter von TSR, Autor für TSR und da suchst du das Schwarze Auge vergeblich in diesen amerikanischen Büchern. Da hast du auch in Listen auf YouTube oder Facebook, kannst du gucken, wo du willst. Du findest deutsche Rollenspiele nicht, die sind nicht existent.
ist schon sehr auf die USA fokussiert. Ich glaube, die überrascht es generell, wenn andere Länder auch irgendwie Rollenspiel machen. Das ist immer so mein Eindruck. Ja. Okay, die Schweden haben es inzwischen geschafft. Ja, die Schweden sind ganz gut rausgekommen. Ne? Die haben nach dem Fredrik Malmberg den Pfad getrampelt hat, haben sie sich, aber was willst du von denen erwarten? Ne? IKEA, aber die gehen halt den internationalen Weg. Ja, es ist vielleicht ein bisschen leichter. Was hast du noch sozusagen? Wir sind jetzt an dem Punkt, wo wirklich quasi das sind die Dinge, die da eingeflossen sind, ja. Die da mit reingekommen sind. Guck mal, was ich mir noch aufgeschrieben. Was haben wir noch an Spuren sozusagen? Ich habe Midgard hier noch liegen, weil du es auch zwischendurch erwähnt hattest. Ja, auf Midgard können wir noch kurz zurückkommen. Midgard ist ja eigentlich die Welt von Armageddon. Armageddon war das Strategiespiel von Follow. Hm. Follow ist Fellowship of the Lords of the Lands of Wonder. Und daraus ist der erste deutsche Fantasy Club e.V. hervorgegangen. Und Follow war eigentlich eine österreichisch-bayerische Angelegenheit. Die haben ihre Conventions in schöner Landschaft, auf Burgen und so abgehalten. Ich war auch mal auf einer. Und da habe ich einen Klaus Frick kennengelernt, der hinterher Peri Rodan Chefredakteur wurde. Und, die Follower, das waren früher unsere, ich will jetzt nicht sagen Todfeinde, aber wir waren einfach als Politvögel mit der Science Fiction Times das politisch andere Spektrum. Und beide Gruppen haben Leute hervorgebracht, die aus Fans sich zu Profis entwickelt haben. Fanpro, auch Fanpro. Und Follow hatte diese verrückte Welt und auf ihren Konvents haben die zwei Meter durchmessender Spanplatten gehabt. Die waren bemalt, da war Landschaft drauf und Sechseckraster aufgezogen und da wurde mit solchen Airfix-Figürchen gespielt und die haben ihre, du konntest es auf jedem Level spielen, Armageddon, du konntest es im Face-to-Face zwei Mann gegeneinander, paar Armeen gegeneinander antreten lassen, bis hin zu der Entwicklung einer fiktiven Zeitwelt. Ne? Also die Eroberungszüge, das wurde dann alles aufgeschrieben und festgehalten und in Artikeln dann diskutiert und so. Und ich weiß es nicht, wer sich mit Follow auskennt, der weiß das sehr viel besser als ich. Die hatten verschiedene Lords, Fellowship of the Lords of the Lands of Wonder, da hatten verschiedene Lords und wenn du da aufgenommen worden bist, hast du einen Arschtritt gekriegt und da bist du in einer Gruppe drin gewesen. Und die wie ein echter Ritter. Ja, wie ein echter Ritter. Und die Gruppen, die hatten verschiedene Namen und Jaguar oder weiß der Henker und Voodoo hieß einer und die haben dann die unter Ebene dargestellt, ne, und haben eigene Fanzines rausgegeben und so hat das Ganze funktioniert. Ne. Das ist dann zusammengekommen, der Hubert Strassel, der hat Romane beschrieben mit der Welt Magira als Held. Das ist die Welt Magira und Armageddon ist das Spiegel da drin und Midgard heißt es hinterher. Mhm. Und die sind sogar in Amerika rausgekommen, bei Doorbooks, hieß Wargamers World, ein Sechsbänder. Ich habe sie leider nicht, ich muss sie mir einander kaufen. Aber ich wollte den Hubert Strassel letztes Jahr auf dem Oldiecon treffen, aber er ist nicht gekommen. Hm. Weil das wäre eine sehr interessante Persönlichkeit gewesen, um ihn zu interviewen. Aber der ist jetzt auch schon, ich weiß es nicht, Jahrgang 40, ne, 80. Ich sagen wir es diplomatisch, nicht mehr der Jüngste.
Nee, muss man vielleicht auch nicht mehr auf jede Convention fahren. Ja, das ist halt so, aber du siehst die Leute dann nicht mehr. Hm. Das findet alle 2 Jahre statt, dann sind nur 2, 3 Leute tot. Aber das ist der Haupteinfluss auf die deutsche Szene. Die haben viel früher als ich Fantasy-Spiele gespielt. Und jetzt muss ich gucken, wann das war. Das war seit 1968 wurde das gespielt. Also 6 Jahre vor TSA hatten die eine Fantasy-Welt, die jetzt nicht explizit rollenspielmäßig entwickelt wurde, aber beinahe. Und deshalb darf man die nicht unter den Teppich kehren. Und ich halte da auch immer die Leistung da hoch. Es ist natürlich Spaß an der Freude. Ne? Da waren wir verbohrter. Ihr habt ja auch direkt ein kommerzielles Produkt machen müssen. Mhm. Aber unser Produkt war auch fast kommerziell. Die Science Fiction Times hatte eine Auflage von 2000 Mal. Das ist so schlecht nicht. Das werde ich auch nie leugnen. Viele Leute würden sich über 2000 Auflagen freuen. Ja. Jeglicher Hinsicht. Ich meine, bei uns war es ja ernster. Hm. Aber die haben auch gute Sachen gemacht. Ne? Und waren halt Fanischer und wir waren politisch verbohrter und weiß ich nicht. Im Endeffekt komme ich heute mit denen besser aus als mit meinen eigenen Leuten von damals. Im Endeffekt war der Unterschied überhaupt nicht so groß. Ne? Die haben Dylan gehört, wir haben Dylan gehört. Und wieder die Musik. Ja, die hat damals einen höheren Stellenwert gehabt als heute. Darüber hast du dich quasi identifiziert. Wenn mir einer gesagt hat, was er hört und das gefällt mir, dann ist alles sofort klar. Ich habe auf Facebook einen Mike Floyd kennengelernt und mit dem habe ich auch telefoniert jetzt neulich und wir waren ein Herz und eine Seele. Was, das hast du gesehen? Oh. Und also da geht schon viel drüber. Dass bei euch das so unterentwickelt ist, das tut mir ein bisschen leid. Aber ihr habt... Wir haben ja auch Überangebot. Ja, das stimmt. Ihr habt genug zu machen. Und auch sehr viel mehr Musik, auf die wir zurückgreifen können. Rollenspielmusik. Background-Musik zu Rollenspielrunden. Da gibt es massiv viel inzwischen. Ja. Ich hab nie was davon gehört. Mhm. haben wir noch Spiele, über die wir ja, also 68 war das mit Armageddon. Mhm. Ich habe hier noch, wir haben eigentlich über alle gesprochen. Dungeons and Dragons, Schwerter und Dämonen oder Tunnels and Trolls, Midgard. Zu Midgard muss man natürlich sagen, der Ansatz von Midgard ist schon auch ein sehr profunder und sehr ernster und also ich will jetzt nicht sagen wissenschaftliche Herangehensweisen, aber wir haben da Leute wie den Rainer Nagel, ist der deren Begriff, der mit den Frankes zusammen das entwickelt hat auch und der war immer ein Fürsprecher für komplexe Systeme. Ich war kein Fan von komplexen Systemen. Ich habe es ja nebenher gemacht. Ne? Ich habe ja andere wichtige Sachen gemacht in der Zeit, wo ich am Schwarzen Auge mitgeschrieben habe. Ich wollte fertig werden. Und es ist ja nicht so bei mir gewesen, dass ich das so bitter benötigt habe wie der Uli. Ich habe andere Möglichkeiten der Geldbeschaffung gehabt und war ein Fisch in alle Wasser und du kennst mich ja, weißt ja, dass ich eine gewisse Vielseitigkeit an den Tag lege und bei mir musste das relativ flott gehen, deshalb habe ich meine Abenteuer immer unter extremstem Druck geschrieben. Das, da hast du ja auch schon drüber geredet, dieses, warum gibt es bei
gibt es in dem einen Abenteuer nicht noch eine Begegnung mit dem Bösewicht am Ende, weil die Zeit vorbei war, weil kein Platz mehr war. Das ist keine künstlerische Entscheidung gewesen, sondern eine Entscheidung aus der Not heraus. Das ist viel so gehandhabt worden, weil kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ne? Mhm. Das sind alles Sachen gewesen, die ich habe ja auch Entscheidungen getroffen, die hätte ich im Nachhinein auf keinen Fall so haben wollen. Zum Beispiel den Roman von Andreas Brandhorst. Ja, der berühmte Andreas Brandhorst, der heute die Preise abräumt, hat 1986 einen Schwarze-Auge-Roman geschrieben. Und das ist, ich habe ihm gesagt, mach das und das. Und da hat er genau das Gegenteil gemacht. Nichts stimmt. Aber die DSA-Fans, die haben gemeckert und gemosert und mir war es relativ egal. Mein Gott, was soll ich machen? Da muss halt das Nächste besser werden. Hm. Du bist ein klarer Verfechter von besser fertig als perfekt. Ja. We don't want it good, we want it Wednesday. Nein. Besser schnell und perfekt, aber das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Schnell und perfekt gibt's nicht. Ja, ich glaube, die schließt sich aus. Du hast schnell und schlampig, Reinhold May. naja, mein Gott, wenn ihr 95 Seiten an einem Tag übersetzt. Da muss die Qualität leiden. Ja, da muss die Qualität leiden. Ne? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, und schnell und gut ist ganz, ganz schwierig. Hm. Langsam und gut, das ist George Martin. Sehr langsam. Ich habe einen Kommentar von ihm gelesen, hat gesagt, er schreibt seit Corona massiv an Winzer Funder. Massiv. Das, weil er nicht mehr auf Conventions gehen kann und dort mit Leuten abhängen. Ja. Da hast du ihn ertappt. Dann glaube ich, sind wir durch den sozusagen den Pflichtstoff sind wir Leute, durch. Wie viele Leute haben wir denn drin noch? Gerade 112. Hm. Das ist... Kommt da auch schon mal eine Rückmeldung? Vor allen Dingen kommen Rückmeldungen ein schöner Talk oder das habe ich auch gespielt oder den kenne ich. Ja. Das sind vor allen Dingen so, ach ja, stimmt, Momente. Und wenn Fragen sind, dann könnt ihr sie natürlich auch gerne reinwerfen. Und es gab zu ganz am Anfang gab es eine Anmerkung, dass Greyhawk die Gygax-Welt war und dass Arneson Blackmoor. Okay. Die als hatte, aber das ist jetzt. Ich hatte im Kopf, Gygax ist Greyhawk, aber mehr weiß ich auch nicht. Aber das sind so die kleinen Momente. Jemand schreibt: Grüß meinen Ex-Chef mal. Da diese Person sich Pagan Agnostic nennt, kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Das ist Ömel. Das heißt, dann bist du damit hiermit gegrüßt. Danke. Nee, ich weiß nicht, wer Pagan Agnostic ist, aber... Ja, das ist Ömel. Ich weiß, dass Ömel Agnostic ist. Ja. Also der Thomas Römer lässt gerade grüßen. Ja. Erkannt! Es wird gefragt, was du denn so zu Rollmaster sagst, was deine Meinung dazu ist. Rollmaster? Ja. Ich bin kein Fan davon. Hm. Ist eine Fleißarbeit und es ist viel drin, aber ich würde es nicht spielen wollen, ehrlich gesagt. Aber ich bin kein übermäßiger Rollenspieler. Ich habe weniger Rollen gespielt als 110 von den 112 Leuten. Aber ich glaube, du hast von den 112 Leuten auch eine Menge beeinflusst. Das wurde am Anfang direkt gesagt, da ist der Herr Fuchs, der verleitet mich dazu, Bücher zu kaufen. Ja, wenn ich das geschafft habe, dann prima. Ich habe den Herrn Pagan Agnostic, kann das sein, dass wir den nächsten Samstag treffen? Samstag in der Woche? Das ist der Plan, ja. Okay. Dass wir da über frühe Zeiten von das Schwarze Auge reden, unter anderem mit oder wie ihr es beziehungsweise wie nanntet ihr es irgendwie
Die alten Männer erzählen vom Krieg, sagt Ömel immer. Ja. Zitat, ich habe hier niemanden alt genannt, ich habe ihn nur zitiert, was Herr Römer sagt. Er ist im Vergleich zu mir ja noch relativ jung. Und bei meinen Zipperlein mittlerweile, da komme ich mir auch schon alt vor. Ja. Aber ich war immerhin heute im Planschbecken. Wir haben ein neuen Swimmingpool aufgebaut, 3x2 Meter, knietief. Da kannst du schon mal reinjumpen. Ja, ich bin auch ein bisschen neidisch. Hier ist auch ganz schön warm geworden heute. Bei mir hier oben läuft die Suppe runter. Das ist grauenhaft. Und wenn ich die ganze Zeit hier oben zubringen müsste, ich weiß es nicht. Es wird übrigens auch gesagt, du bist nicht alt, du bist nur schon sehr lange jung. Danke. Ich hab halt den ganzen Mist fast vom Anfang an mitgemacht. Nicht zu H.G. Wells und Fritz Leibers Zeiten, aber... Aber definitiv seit Exil Schweiz in der Gygaxe ihre Spielchen geschrieben haben. Die Gygax. Und eine Meldung, wir wollen mehr von Cooper sehen. Ich sehe genau eine Pfote. Du weißt, dass die Hunde immer da. Jetzt sehe ich zwei Pfoten. Der liegt hinter mir. Der liegt da. Der ist auch platt von der Hitze wahrscheinlich. Ja, der hört, wenn ich rede. Ne? Und dann weiß der, dass irgendjemand da ist. Und dann wird er neugierig. Es ist kaum eine Wine and Paper Session vergangen, ohne dass der Cooper sich nicht zu uns gesellt hat. Ne? Das ist ein neugieriger Hund. Ja, und ein sehr lieber. Wir haben noch, hatten wir darüber schon mal gesprochen? Hatten wir das schon mal gezeigt, weil wir auch den Verdacht haben, einen sozusagen eine Inspirationsquelle für etwas anderes bei DSA ausgemacht zu haben, nämlich für die Artworks von Ugo Giannucci. Ja. Und kennst du die Tarkan-Filme? Hatten wir darüber schon mal geredet? Ja, haben wir. Ich habe doch gesagt, ich habe sogar die Tarkan-Comics gehabt. Schlecht wie die Nacht, aber egal. Auf jeden Fall hatte ich sie. Und das sind, glaube ich, 94 oder 95 großformatige Hefte, also Überformat. Und die kamen in Deutschland Anfang der 70er Jahre raus. Ja. Aber ich weiß nicht mehr, welcher Verlag. Dann muss man die Comic-Preisguide sich angucken. Beim nächsten Mal weiß ich das. Nächste Woche habe ich das nachgeschlagen. Wenn ich mich jetzt ganz kurz vom Bildschirm entferne, dann nur um Wein zu holen. Und wir sehen dafür Cooper. Oh. Soll ich ihn mal ein Männchen machen lassen? Na, also ich würde sagen, wenn er so gerade entspannt da liegt, dann sollten wir ihn da entspannt liegen lassen. Der muss jetzt keine Tricks für uns vorführen. Der arme Kerl. Ja, aber Cooper ist natürlich die Kreatur hier im Haus, die eigentlich am meisten Spaß macht. Ich meine, du hast ihn, obwohl du ihn ja mittlerweile gut kennst, noch nie in Action erlebt. Wenn der mit seinem Freund Rusty zu toben anfängt, da geht dir das Herz auf. Sowas hast du noch nicht gesehen. Wir haben einen riesen Bammel immer, obwohl im Wald, ne? Jagen die so über die Wege und kleinen Straßen. Wenn da ein Auto kommt, ist es passiert. Der Cooper ist ein Anschleicher. Er geht die Steilwand hoch und legt sich oben auf die Lauer. Und der Rusty guckt unten. Und dann, wie von einer Schleuder geschossen, jagt er runter und auf den zu. Und dann springt der andere auf und dreht ab und macht einen Sidestep oder so, und dann jagen die sich. Nein, ich glaube, das Aggressivste, was ich bei Cooper gesehen habe an Spielverhalten, war Nico umzukuscheln. Und gehört immer noch zu seinen... Das war ja mit dem Ole. Mit, ne? Dem Ole zusammen, der Ole hat sich ja streicheln lassen vom Nico, und dann grätschte der Cooper dazwischen, der alte Eifersuchtsbolzen. So sind die. Es wird gefragt, ob dich schon mal jemand gefragt hat, was du von Wege der Vereinigung hältst. Ich habe es noch nicht gelesen. Ich habe es durchgeblättert, aber der Pornofaktor ist mir zu niedrig. Halten wir das fest.
Wir hatten ja irgendwann schon mal drüber geredet, so, ja, gibt's halt. Nee, ich find's okay. Du hast natürlich von vornherein Bereiche im Rollenspiel, die gern ausgespart werden, ne? Das wissen wir ja. Und in Amerika wäre sowas undenkbar und deshalb finde ich es gut. Alles, was den Amerikanern einen reinsemmelt, da hasse mich dabei. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, ja. Es ist auf jeden Fall so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, das ist... Es ist auf jeden Fall nicht verlogen und das ist schon mal viel wert. Wenn ich dir die Welt heute anguckst, guck dir die Nachrichten an diese Woche. Ja, die sorgen nicht unbedingt für gute Laune, aber in so vielerlei Hinsicht. Das ist zum Glück nicht unser Thema heute. Nee. Ich würde auch vorschlagen, dass wir sozusagen zum gemütlichen Teil des Abends übergehen. Jetzt wird es noch gemütlicher. Es wird noch gemütlicher, ja. Weil die Idee war, dass wir vielleicht dann jetzt, wenn du noch ein bisschen mit uns reden magst oder irgendwie mit uns in... Ich rede mit euch, bis mir die Augen zufallen. Mach ich doch immer. Ich habe noch nicht mal ein halbes Glas Wein getrunken, bin also... Katzennüchtern sozusagen, da steht nichts im Wege. Weil wir öfters machen, dass wir am Donnerstag einfach dann noch Leute hier in den Chat einladen und einfach ein bisschen quatschen, aber das dann nicht mehr streamen. Und das wäre mein Vorschlag, dass wir damit dann den Abend ausklingen lassen. Wir haben den Titel geliefert, der drunter stand, mit sehr vielen Umwegen und mit sehr vielen Geschichten und wer mit wem, was, wann, wo zusammengearbeitet hat. Als Nico das Thema vorschlug, die fünf wichtigsten Spiele, die einen Einfluss auf das schwarze Auge hatten, habe ich gesagt, die kriege ich gar nicht zusammen. Also die habe ich hier auf jeden Fall stehen. Ja, da muss ich wirklich nachdenken. Wir sind auf jeden Fall auf fünf gekommen. Beziehungsweise, wenn man mit Cosims als ganzes Genre. Ja, Cosims ist auch weit hergeholt. Aber es ist natürlich... auch eine Gründungslinie für Rollenspiele. Es gibt eine Frage, aber ich glaube, die wirst du wahrscheinlich gar nicht beantworten können, weil es nach deiner Zeit war. Wer den Namen Gjallskalat entwickelt hat und Leuten diesen Zungenbrecher aufgebürdet? Ich nicht. Damit wäre das geklärt. Gut. Ich würde dann sagen, dann beenden wir den Stream an dieser Stelle. Es war mir, wie immer, ein großes Vergnügen, mit dir zu plaudern. Und wir werden das ohne den Stream weitermachen und noch Leute einladen. Das heißt... Es war schön gewesen, wie immer. Und mein Problem ist halt, ich weiß nicht, was ich schon früher alles erzählt habe. Es ist manchmal redundant. Manche Sachen wiederholst du halt, weil sie feststecken. Dafür bin ich ja da, dann im Notfall ein bisschen zu steuern. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank an die Leute im Chat. Bitteschön. Und wir schicken gleich rum, dass noch Leute dazukommen können, wenn wir wollen. Und vielleicht gucken wir dann noch einen Tag an Film oder so etwas Bescheuertes. Bis dann. Genau. Tschüss. Nico, dadurch, dass du mich größer gezogen hast, kann es sein, dass ich etwas mehr Lag habe. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich ziemlich lagge. Ich glaube, das ist nur bei dir auf dem Bildschirm so. Oder guckst du auf den Stream? Ich gucke gerade auf den Stream. Okay. Ne? Dann kann ja mal jemand da draußen uns Bescheid geben, ob der Thomas mehr laggt als die anderen. Wenn es wirklich mit dem Größerziehen zu tun hat, das würde mich sehr wundern, ehrlich gesagt. Wer weiß, wenn das irgendwie... Aber ich kann das ja mal kurz aus. Ich probiere das mal kurz aus und mache den Thomas mal ein bisschen kleiner. So. Ob er dann flüssiger ankommt, weil weniger Thomas durch die Datenautobahn geschoben werden muss. Wir werden sehen. Falls Gucken ihr mit dem Ton... Das ist sehr klein. Aber da passe ich in die Landschaft. Genau. Es ist gar nicht so schwer, gar nicht so einfach, gegen einen Bossgegner zu kämpfen, der unglaublich flauschig und süß ist. Das irgendwie macht mich ein bisschen fertig. Ja. Weil wir zwei Gaststars hatten, die Ich glaube, das kann ich euch
versprechen, ohne Meile da vorgreifen zu wollen. Dieses Problem werdet ihr nicht haben. Ah, wunderbar, ich habe das schon Angst. Der Gegner wird nicht süß und flauschig sein.